Oh nee, wer ruft denn bitte so früh an? Oh, Martin, kannst du dich bitte darum kümmern? Nein, ich bin müde. Oh, mach du das. Julian, kannst du bitte ans Telefon gehen? Das ist bestimmt Steve oder so. Oh, was? Nein, 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 kommt gar nicht in Frage. Ich habe gesagt, er soll nicht mehr so früh anrufen. Ich gehe nicht ran. Emma, dann ist es bestimmt für dich. Geh du mal ran. Nein, mach ich nicht. Ich schlafe noch. Oh, Hanna, kannst du bitte als Älteste dann ans Telefon gehen und schauen, wer dran ist? Das geht nicht. Ich kuschel gerade mit Pia. War ja klar, dass es wieder an mir hängen bleibt. Wer ruft denn bitte so früh an? Das ist Ruhestörung. Oh Mann. Hallo, Claudia Vogel? Ach, Maren, du bist es. Mhm. Ja? Ja, klar, gerne. Okay, die ganze Familie Schnöse zum Frühstück? In 15 Minuten? Alles klar, ich freue mich. Ach, dann besucht mich meine Schwester mit ihrer Familie mal wieder zum Frühstücken. Okay. Aber vorher ruhe ich mich noch ein bisschen aus. Schatz, wer war das denn jetzt am Telefon? Hä? Ach, Martin, Maren hat angerufen. Die kommt gleich mit Mike und den Kindern zum Frühstücken. So in 10 Minuten, glaube ich. Wie bitte? Was? Du hast Familie Schnösel eingeladen zum Frühstück? Gleich? Was? Ich hab... Claudia, wie konntest du nur? Oh, ich war total noch im Schlafen. Oh, super. Was habe ich getan? Du bist schnell hier weg. Ich sag dir, das ist Alarmstufe Rot. Ich kümmere... Oh, nee. Du kümmerst dich um Julian und Emma und ich um Hanna. Wir müssen hier ganz schnell raus, sage ich dir. Hanna, steh bitte auf. Wir müssen direkt aus dem Haus. Es ist Alarmstufe Rot. Eine wirklich hohe Gefahr. Ich meine, deine Cousine Tessa kommt gleich. Oh, was? Oh mein Gott, ich habe doch heute gar keine Schule. Bitte nicht. Na los, beeil dich. Julian, das ist keine Übung. Ich mache keine Scherze. Dein Cousin Nils, der kommt gleich. Boah, Mama, warum hast du das nur getan? Oh, wir müssen hier schnell weg aus unserem Haus. Am besten umziehen. Au, und jetzt bin ich noch runtergefallen. Oh, danke. Oh, was für ein Morgen. Emma, kannst du bitte aufstehen? Ich meine, es ist wirklich ernst. Deine Cousine Isabel kommt gleich, jeden Moment. Ja, und jetzt mach ich doch nicht so einen Aufriss. Ich meine, ich sehe Isabel jeden Tag in der Kita. Ein Tag mehr oder weniger ist auch egal. Und die anderen, naja, die sind ganz schön schlimm. Ja, aber die anderen kommen auch. Ich meine, Tessa und Nils. Also, und Maren und Mike. Oh, sag das doch gleich. Sofort abhauen. Wir müssen alles liegen lassen. Wir fahren am besten in Urlaub. Ach, das ist eine super Idee. Wir werden einfach schnell verreisen. Ein Kurztrip. Und dann sage ich einfach als Ausrede, dass der Anrufbeantworter dran gegangen ist. Nicht ich. Ich war gar nicht hier. Kinder, wir nehmen nichts mit. Wir lassen alles hier. Ich meine, wir haben keine Zeit mehr. Die Schnösel sind schon gleich los, da. Los. Okay, Kommando zurück. Es ist zu spät. Es ist schon passiert. Oh, nein. Ach, guten Morgen, Familie Vogel. Wo wolltet ihr denn hin? Ihr wolltet doch nicht etwa abhauen? Ich überlebe diesen Tag nicht. Nein, ich schaff das nicht. Mit der ganzen Familie Schnösel, die waren so lange nicht mehr da. Und dann bei uns im Haus, die werden sich wieder nur beschweren. Ich sollte schnell in mein Zimmer und alles sichern, besonders die arme Pia. Kinder, Kinder, Ruhe bewahren. Ich weiß, bei Familie Schnösel ist das ziemlich schwierig, aber vielleicht sind die gleich auch schon wieder weg. Ich hoffe es. Nein, 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 wir wollten euch nur gemeinsam begrüßen. Wir freuen uns total, dass ihr da seid und das Frühstück ist auch schon vorbereitet. Aha, Tante Claudia, ich schau mal. Also sieht mir eher aus wie Armbrot. Das ist ja alles kalt geworden und die Eier, wie sehen die denn aus? Aber ist ja auch egal. Mutter, erzählst du jetzt bitte den Grund, warum wir jetzt wirklich hier sind? Nicht zum Frühstück, als ob ich sowas esse. Claudia, also das Frühstück war natürlich nur ein Vorwand. Wir wollen euch herausfordern. Herausfordern? Worin denn herausfordern? Kochen? Backen? Was ist denn los? Oh nein, es geht um die Kinder. Und zwar wird in der Stadt rum erzählt, dass eure Kinder die Besten im Entkommen sind. Und naja, Nils, Tessa und Isabel, also die wollen da was mal gegen machen. Bitte was? Worum geht's? Um irgendein Spiel der Kinder? Was haben wir damit zu tun? Ihr seid doch total verrückt geworden, hier morgens aufzukreuzen. Tja, Claudia, ist ja wohl klar, wir mussten unerwartet kommen, damit ihr euch nicht vorbereiten könnt. Und jetzt hör mir mal zu. Meine Kinder sollen hier in Playmobil City die Besten sein. Hast du das verstanden? Na, ihr Vögelkinder, habt ihr es gehört? Ha? Wir werden die Besten sein. Wir haben da einiges organisiert. Na, wir haben ein eigenes Entkommen organisiert. Und wir werden die Besten sein, sage ich euch. Deswegen seid ihr heute Morgen hier gekommen, oder was? Damit ihr euch... Oh Mann, ihr werdet euch sowas von blamieren, sage ich euch. Wir waren die letzte Woche in einem Camp. Da haben wir nur das Entkommen geübt. Ich meine, wir sind bestens vorbereitet. Wir können einfach alles, also... Oh Mann, ich kann es kaum glauben, aber die meinen das wirklich ernst. Tja, dann sollen sie es doch bekommen. Na gut, Mama, wenn die es halt haben wollen, dann bekommen sie es. Also wir sind die Besten in diesem Hindernisparcours, das sage ich euch im Entkommen. Und wohin geht's? Aha, also wir haben dafür extra etwas gemietet. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Ein Süßigkeitenland. Maren, ist das jetzt hier gerade ein Scherz? Wo ist denn die versteckte Kamera? Was ist denn überhaupt hier los? Tante Claudia, das verstehst du nicht. Aber keine Sorge, die Eltern machen ja nicht mit. Nur die Kinder. Tessa, kümmerst du dich um das Portal? Oh, jetzt werden hier die Schwergeschütze aufgefahren. Mhm. Also ganz ehrlich, wir werden gewinnen. Egal wie, besonders wir Kinder. Ich meine, wenn Papa und Mama nicht dabei sind, dann gewinnen wir sowieso. Also sowas habt ihr definitiv noch nie gesehen. Dieses Portal, das wird uns direkt zum Entkommen führen. Also, das nennt sich auch Obi bei Roblox, falls ihr das noch nicht wusstet. Aber ich denke, ihr wisst gar nichts.
Also hier müssen wir einfach nur draufsteigen und dann tauchen wir direkt im Süßigkeitenland wieder auf. Oh Mann, Tessa, du denkst auch, du weißt alles. Natürlich kennen wir Obis bei Roblox. Und dass das so ein Portal ist, was uns irgendwo hin teleportiert. So nennt man das nämlich. Wir tauchen da ein. Das nennt man teleportieren. Wie dem auch sei. Wir sehen uns dann gleich, ihr Loser. Achso, bitte, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Teleportieren, das funktioniert in der heutigen Welt doch gar nicht. Oder? Oh doch, Papa, es funktioniert. Siehst du, Tessa ist jetzt weg. Und ich bin der Nächste. Julian, warte doch mal. Also, wie geht das? Also, ist das hier irgendwie Alienwissenschaft oder wie? Oh nein, Papa, das ist Roblox-Wissenschaft. Das verstehst du nicht. Ist nur was für Kinder. Na, das will ich jetzt auch mal erleben. So, ich bin der Nächste. Wo sind denn auf einmal alle hin? Wie vom Erdboden verschluckt. Ach, Mama, das ist doch egal. Einfach aufs Portal und dann sind wir gleich im Süßigkeitenland. Und ich freue mich irgendwie schon total. Sowas hatten wir noch nie. An eurer Stelle würde ich mich nicht freuen. Aber jetzt müssen wir uns beeilen. Los jetzt. Wie soll das denn gehen? Süßigkeitenland? Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Wow, also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wow, wow, das zieht euch cool. Da mal rein. Ein Riesensüßigkeitenland. Kann man das alles essen? Hm. Hallöchen und herzlich willkommen hier im Süßigkeitenland. Und ihr wisst, was zu tun ist. Ihr müsst entkommen vor den Süßigkeiten. Oder vor mir. Und wie ich gehört habe, ist das hier heute ein Wettbewerb. Auf meiner rechten Seite haben wir Familie Schnösel. Und auf der linken Seite, na das hab ich sogar mitbekommen, die Experten, wenn es um Entkommen geht, Familie Vogel. Na, der weiß sogar, dass wir ein Experte sind im Entkommen hier bei den Obis, aber das sieht ja echt interessant aus. Das sind ja wirklich alle Süßigkeiten. Wow, so viel und Schokolade sehe ich auch. Und dann sehe ich sogar Apfelringe. Oh Mann, die sind ziemlich sauer. Und auf den müssen wir jetzt entkommen, oder wie? Cool. Wir haben das extra aufbauen lassen, um euch zu beweisen, dass unsere Kinder die Besten bei diesem Spiel sind. Habt ihr das verstanden? So, und bevor wir jetzt starten, gibt es noch ein, zwei Sachen zu erklären. Und zwar könnt ihr hier in der Mitte sehen, das soll eine Mauer sein. Also auf der jeweiligen Seite ist der gleiche Parcours aufgebaut. Wir starten hier auf der Prinzenrolle, das ist euer Checkpoint. Und dann geht es weiter hier über den Regenbogen und über die Einhörner. Natürlich sind das alles Weingummis, ne? Und hier bei Familie Vogel ist es genau das gleiche. Ihr habt beide den gleichen Parcours. Und jetzt würde ich sagen, starten wir doch. Auf die Plätze. Und sind wir soweit? Also das wird eine Leichtigkeit für uns. Ja, ein Kinderspiel. Familie Vogel wird schon sehen. Los, Tessa, Nils, Isabel, mach diese Vogelkinder platt. Marin, bist du noch bei Trost? Ich meine, das sind deine Neffen. Das ist dein Neffe und deine Nichte. Ich meine, du kannst sie doch nicht so bezeichnen. Aber dann mache ich es eben genauso. Los, Kinder, macht sie fertig. Oh yes, das machen wir, oder? Auf jeden Fall. Yes. Naja, und wenn ich ganz schnell bin, dann kann ich mir die ein oder andere Süßigkeit einfach zwischen die Backen schieben. Ach, und bevor ich's vergesse und fertig lossage, es müssen alle drei am letzten Checkpoint sein. Erst dann habt ihr diese Obi hier gewonnen. Also auf die Plätze, fertig, los! Na, Familie Vogel, wo seid ihr denn? Wir sind schon längst gestartet, so weit seid ihr niemals. Oh Mann, dein Ernst, Nils? Ich bin schon längst weiter. Ich bin hier schon bei diesen Tapsis, bei diesem Panda oder was das sein soll. Oh Mann, seid ihr langsam. Das sieht so lecker aus. Ich würde so gerne einmal reinbeißen, aber wir müssen erst gewinnen. Aber ich hoffe, am Ende gibt es einen Gewinn. Was wir essen können. Na, ich könnte ja mal probieren. Oh, das ist ja wirklich lecker. Hallo? Können Sie bitte aufhören, das Portal zu essen? Also, das ist nicht zum Verzehr geeignet. Oh ja, ist ja gut. Dann sollte man die Sachen hier aber nicht so lecker machen. Oh, Isabel, du bist ja immer noch am Anfang. Kannst du dich nicht mal ein bisschen beeilen? Ich bin halt etwas kleiner und ich wünschte, ich hätte jemanden, den ich dafür bezahlen kann. So läuft das hier heute nicht. Oh Mann, wir können uns hier sogar kurz ausruhen und kurze Pause machen. Wo seid ihr denn? Ihr seid ja sowas von lahm. Entschuldigung, wie sieht's denn aus? Was gibt's am Ende für eine Belohnung? Oh, ihr denkt ja jetzt schon über die Belohnung nach. Naja gut, ihr seid auch ziemlich schnell unterwegs. Wahre Experten. Wartet mal ab, das wird eine tolle Überraschung. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen gewinnen. Tessa, Isabel, beeilt euch. Also meine Schuhe, die sind definitiv nicht für diesen Hindernisparcours geeignet. Die sind von Prada und die fangen jetzt schon an zu kleben von dem ganzen Zucker. Oh, und ich glaube, Familie Vogel hat's doch ganz schön drauf. Also guck mal, wie weit die schon sind. Ich möchte's ja nicht gern zugeben, aber sieh doch nur. Die sind doch gleich schon bei der Schokolade. Los, Leute, beeilt euch, nichts essen, sondern nur voran. Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Kinder von Familie Vogel müssen dieses Spiel manipuliert haben. Man kann eigentlich gar nicht so schnell sein. Da stimmt was nicht. Tja, hör sich das mal einer an. Los, Familie Vogel, zeigt alles. Oh, Tante Maren regt sich ja richtig auf. Also du brauchst dich gar nicht aufregen, Tante Maren. Wir werden so oder so gewinnen. Ich hänge hier immer noch bei diesem Grünohrhasen. Ich komme hier einfach nicht weiter. Tja, und dabei hat Familie Schnösel dieses Süßigkeitenland schon einmal gemacht. Sogar zwei, dreimal. Die haben extra geübt, aber das sollte ich nicht laut sagen.
Okay, Leute, gleich haben wir es geschafft. Wir sind jetzt bei diesen Apfelringen. Boah, also das ist ein bisschen gefährlich. Wie wär's mit einer Regeländerung? Der als erstes im Ziel ist, gewinnt. Tja, jetzt, also da sieht's auch ziemlich schlecht für dich aus. Julian ist richtig schnell unterwegs. Der ist schon bei den Apfelringen. Ja, und ich meine, Nils, du weißt, die Apfelringe, das ist das Schwerste. Beim letzten Mal hattest du... Oh, das sollte ich nicht sagen. Los, meine Kinder, ihr schafft das. Oh Gott, Kinder, ihr zieht den Namen Schnürsel ins Lächerliche. Oh, kann ich euch überhaupt noch meine Kinder nennen? Ta-ta-da-da! Auch die Apfelringe habe ich geschafft und gleich bin ich da bei der Prinzenrolle. Und ein weiterer Sprung und ich habe es geschafft. Los, Emma, Hannah, ihr schafft das. Also Kompliment. Also ich glaube, so schnell hat das hier noch niemand geschafft. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die letzten Tage nur bei diesem Süßigkeitenland geübt und ich schaffe es immer noch nicht. Emma, komm schon und denk dran, nichts essen. Ja, ich versuche, aber es sieht einfach alles so lecker aus. Ach, jetzt bin ich auch runtergefallen. Muss ich jetzt wieder zum Checkpoint? Aber natürlich musst du zurück zum Checkpoint, das heißt zurück zum Anfang. Und schaut mal. Wir sind alle drei schon drauf. Ja, wir haben gewonnen. Oh, ich wusste es doch, meine Kinder sind einfach die Besten in einem Spiel, was ich einfach nicht verstehe. Ach, das kann doch wohl nicht sein. Wochenlang habt ihr hierfür geübt, viel Geld und Zeit investiert und Familie Vogel hat schon wieder gewonnen. Nein. Und damit stehen die Sieger fest. Familie Vogel, also zumindest die Kinder. Aber ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe ja gesagt, für den Sieger gibt es was. Und ihr dürft euch jetzt durch das ganze Süßigkeitenland essen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe schon wieder gegen Familie Vogel verloren. Wie bitte schon vorbei? Ich dachte, wir hätten gerade erst angefangen. Oh nein, mein Kleid von Dolce & Gabbana klebt an diesem ekelhaften Weingummi fest. Na, da bleibt mir nur noch zu sagen, guten Appetit und Zähne putzen bitte danach. Oh yes, hat es gehört. Wir sind immer noch die Besten. Wir sind die Obi-Meister. Wo steckt Emma eigentlich? Heute ist doch der Ausflug mit der Kita. Emma! Was ist? Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon auf der Treppe. Emma ist auf der Treppe? Ich sehe die hier nicht. Außerdem kam das ganz eindeutig aus ihrem Zimmer. Na, das habe ich mir schon gedacht. Emma liegt noch im Bett. Oh, wo bleibt sie denn? Brigitte hat extra gesagt, der Ausflug startet pünktlich und Emma ist nicht da. Ach, Hannah, du bist es. Hast du Emma irgendwo gesehen? Ich meine, sie meint, sie sei auf dem Weg nach unten, aber sie ist immer noch nicht angekommen. Ja, ich habe sie gesehen und zwar da in ihrem Bett da oben. Also die ist auf gar keinen Fall auf dem Weg nach unten. Die ist noch am Schlafen. Oh nee, sie liegt immer noch im Bett. Ich meine, das kann doch nicht sein. Sie kommt viel zu spät. Ich muss sie jetzt holen. Oh, ich bleib heute den ganzen Tag im Bett. Ich gehe heute nicht in die Kita. Hier ist es viel zu kuschelig. Na, warum liegst du denn noch in den Federn? Heute ist doch ein Ausflug in der Kita angesagt. Was? Ein Ausflug mit der Kita? Das wusste ich gar nicht. Dann muss ich natürlich schnell aufstehen. Ich bin wach. Mama, wo bleibst du denn? Komm, wir dürfen nicht zu spät in der Kita sein. Emma, so kannst du nicht in die Kita gehen. Ich meine, du musst dir doch wenigstens noch das Gesicht waschen und die Zähne putzen. Ach, guten Morgen, Brigitte. Emma war heute ein bisschen spät dran, aber wir haben es wohl noch rechtzeitig geschafft. Ach, Emma, gut, dass du da bist. Du bist die Letzte, aber dann können wir jetzt los. Hallo Emma, schön, dass du da bist. Ach, das war ja wohl wieder sehr typisch. Familie Vogel ist spät dran. Hallo Emma. Was, vollzählig? Ich meine, Malik fehlt doch, das sehe ich sofort. Ach, das stimmt. Malik ist heute leider krank. Seine Mutter hat mich vorhin angerufen. Oh, das finde ich total blöd. Ich meine, Malik ist mein bester Freund. Nun, ja gut, ich habe noch Freundinnen, aber heute gerade beim Ausflug ist er nicht dabei. Na gut, ihr Kleinen, ich mache mich dann mal vom Acker. Viel Spaß und bis bald. Na dann, viel Spaß. Ja, toll, Mama, geh doch. Malik ist nicht da. Kann ich nicht wieder mitkommen? Ach, Emma, ich find auch schade, dass Malik nicht da ist, aber ich bin doch noch da. Ja, Clara, wird bestimmt gut, aber was machen wir überhaupt? Wo gehen wir hin? Kim Rosa, ich sehe gerade, ist das eine Designer-Handtasche? Das weiß ich gar nicht. Was ist denn eine Designer-Tasche? Meine Eltern haben die mir gekauft. Ich als Mitglied der Familie Schnürsel sehe so etwas sofort. Das ist eine sehr hochwertige Handtasche. So, Kinder, aufgepasst. Ich sag jetzt, wo es hingeht. Und zwar in ein Museum. Was? Hast du das auch gerade gehört? Ja. Ich dachte, wir gehen in den Wasserpark. Museen sind doch langweilig. Oder auf den Spielplatz. Ich hoffe, es ist ein Kunstmuseum. Also ich finde Museen gar nicht so schlecht. Meine Eltern und ich gehen da auch öfter rein. Naja, das war ja klar, dass ihr gerne ins Museum geht, aber ich hätte ein bisschen mehr Lust auf Action. Ach Kinder, das gibt bestimmt noch Action. Lasst euch überraschen, kommt mit. So Kinder, da wären wir. Bitte alle zusammenbleiben. Was hat denn die Frau da Seltsames an? Hallo Kinder, herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Schleim- und intelligente Knete-Museum. Oh, wie toll. Richtig cool. Schleim. Und intelligente Knete. Na, das habe ich mir doch gedacht, dass ihr so eine Art von Museum gut findet. Nicht so ein langweiliges. Kim Rosa, hast du das gehört? Intelligente Knete und Schleim. Oh, ich dachte Kunst. Wir haben hier ganz tolle intelligente Knete in allen Farben des Regenbogens.
Und noch einen großen Pool mit Schleim. Oh, ein Pool mit Schleim? Wow, guck mal. Oh, ist das cool. Wenn man da drin ist, dann steckt man da echt drin. Oh, und der hat so viele tolle Farben. Oh, jetzt sind mir die ganzen Kinder schon abgehauen. Naja, Maurice, du bist noch hier bei mir und das bleibst du auch. Also, wenn du mich fragst, finde ich das total ekelerregend. Ich werde auf gar keinen Fall da reingehen. Hm? Also, ich finde das total toll. So schön bunt und schleimig. Unsere Mitarbeiter fangen jetzt an, die intelligente Knete zu öffnen. Da gibt's auf jeden Fall gleich viel zu entdecken. Maurice, bleib bitte in deinem Kinderwagen sitzen. Ich werde dich schon zu den ganzen Sachen bringen. Emma, schau mal, man kann hier hochklettern. Oh, das ist ja total cool. Warte auf mich, Clara. Wow, hier hat man eine ganz tolle Aussicht. Ja, ich kann alles sehen. Wow. Cool, die Farben. Alle Farben vom Regenbogen. Blau, orange, rot, orange, bunt. Silber auch. Und grün. Gold. Oh, so viele. So, die intelligente Knete ist jetzt ausgepackt. Wer möchte, kann sich umsehen. Und wenn ihr Fragen habt, wendet euch einfach an mich. Na dann, Kinder, kommt mal alle wieder zusammen. Wo sind denn Clara und Emma jetzt hin? Hier oben, Brigitte, guck mal. Oh, es geht schon weiter. Ich finde das sowas von spannend hier. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum die das alle so toll finden. Aber naja, ich muss da wohl mitgehen. Also Kinder, ihr könnt euch hier frei bewegen. Ihr dürft auch in die Knete reingehen und die Knete anfassen, auseinanderziehen. Alles, was ihr möchtet. Also Kinder, nur zu. Macht ruhig. Ich bin dann hier, falls ihr mich sucht. Oh, cool. Ich weiß schon, wo ich als erstes hingehe. Ich komm mit. Ja. Ja, und ich sehe, da ist auch schon eine Frage. Was möchtest du, meine Kleine? Mich würde interessieren, welche Knete hier am wertvollsten ist. Ja, die kann ich dir gerne zeigen. Komm mal mit. Oh Mann, typisch Isabel mal wieder. Es geht hier nur wieder ums Geld. Ist mir doch egal, welche wertvoll ist. Ich suche mir die schönste aus. Ich komme mit euch mit. Wartet auf mich. So, da wären wir. Also, diese Knete hier ist ganz besonders wertvoll. Da sind echte Goldpartikel mit drin. Echte Goldpartikel? Das klingt sehr gut. Diese ganzen billigen Kneten brauche ich mir gar nicht ansehen. Ich werde mich hier aufhalten. Und vielleicht nehme ich mir auch ein bisschen was mit, wenn das wertvoll ist. Das wird ja wohl erlaubt sein, sich hier ein kleines Portionchen mitzunehmen. Ich habe es ja eben gesagt, ihr dürft alles damit machen, aber nicht mit nach Hause nehmen. Die bleibt hier, in unserem Museum. Oh, die ist ja sowas von abgefahren. Die sieht aus wie unser Bällebad in der Kita, nur mit anderen Kugeln und ganz vielen und Schleim. Oh, die fühlt sich super an. Kommt rein. Aber Emma, riechst du nicht? Die riecht total nach Banane. Und ich habe doch diese Apfelallergie. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen darf. Ich habe eine andere entdeckt, die gefällt mir auch gut. Ich gehe, glaube ich, hier rein. Ach, das ist ja süß. Die Kleine, die fährt total auf diese Goldknete ab. Hallo, sieh da, hier unten. Ich habe eine Frage. Ach, du hast eine Frage? Ja klar, frag mich doch einfach. Ich habe eine Apfelallergie. Darf ich dann trotzdem in diese Knete gehen, die so doll duftet? Ach, natürlich, klar, die duftet einfach nur. Also, die ist nicht schädlich. Kannst du gerne reingehen. Oh, toll. Emma, ich darf reinkommen. Hä, Emma? Wo ist Emma denn hin? Ist die eingetaucht? Hey, du kannst doch zu mir kommen. Emma war plötzlich weg. Ich weiß nicht, wo die ist. Kim Rosa, ich muss erst Emma wiederfinden. Hm, wo könnte die denn bloß sein? Hier? Das wäre ja wohl gelacht. Also, natürlich nehme ich mir einfach ein bisschen davon mit nach Hause. Meine Eltern werden so stolz auf mich sein. Brigitte, Emma ist weg. Och nee, das Problem hatte ich immer schon mit Julian, also ihrem Bruder. Und jetzt ist Emma auch noch weg. Ich glaube, das liegt in der Familie, dieses Verschwinden. Nein, ich bin noch nicht weg. Ich gehe jetzt in den großen Schleimpool. Emma, pass bloß auf. Ich glaube, das ist nur für Große geeignet und es ist ganz schön tief. Willst du da wirklich rein? Ist mir doch egal, für wen das ist. Für mich ist das auch. Ich traue mich da reinzuspringen, obwohl es tief ist. Das lasse ich mir niemals im Leben entgehen. Soll ich lieber ins Goldene oder ins Grüne reinspringen? Oder doch orange? Oh, cool. Ich bin sowas von weich gelandet. Das ist ja fluffig. Jetzt ist Emma da reingesprungen und jetzt sieht man sie nicht mal. Ist sie etwa untergetaucht? Oh nein, vielleicht müssen wir der Frau da hinten Bescheid sagen. Emma ist weg. Vielleicht steckt sie fest im Schleim. Hallo, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Hier bin ich doch. Mir geht's gut. Ich bin komplett durch den Pool durchgetaucht. Oh, das ist so cool. Ich will da auch reinkommen. Ich werde mir einfach schon eine kleine Portion Goldschleim hier an die Seite legen. Und dann, wenn wir gleich gehen, nehme ich den mit nach Hause. Und meine Eltern werden sich freuen. Oh nein, ein Alarm ist ausgebrochen. Hier scheint jemand Knete zu klauen. Ich rufe sofort bei der Polizei an. Das geht doch nicht. Die können uns doch hier nicht Knete klauen. Oh, habe ich da gerade Polizei gehört? Also Ärger mit der Polizei möchte ich nicht haben. Meine Familie hat schon so häufig Ärger mit der Polizei. Sie brauchen die Polizei nicht anrufen. Das war ein Versehen. Ich bringe die Knete gerade wieder rein. Aha, eine kleine Knetediebin. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Oh nein, jetzt hat Isabella auch noch Knete versucht zu stehlen. Hätte ihr das sagen sollen, dass man hier nichts mitnehmen darf? Ich wusste das ja nicht, dass man das nicht mitnehmen darf. Mann, ich hätte so gerne eine Portion Goldschleim mitgenommen.
Also irgendwie reicht mir das jetzt schon mit dem Ausflug. Vielleicht sollten wir einfach zurück in die Kita gehen. Ich finde, das war genug Chaos. Nein. Zurück in die Kita? Nein, wir wollen hier bleiben. Ach, Kinder, kommt einfach alle wieder zusammen. Bildet eine Gruppe und dann gehen wir zurück. Ich glaube, das war genug Spaß für einen Tag. Oh ja, das stimmt. Es war richtig viel Spaß. Schade, dass wir nicht länger bleiben können. Aber ich will auf jeden Fall nochmal mit Hannah und Julian hierher. Hanna, müssen wir uns das jetzt angucken? Kannst du nicht mal weiterschalten? Ich möchte das nicht sehen. Ach, Julian, ich darf heute bestimmen. Och, Mama hat gesagt, ich soll auf dich aufpassen. Und das heißt auch für mich, ich darf alles bestimmen. Wo gibt's denn bitte diese Regel? Und ich bestimme, dass wir genau das gucken. Aha. Na gut, kannst umschalten. Das hat gerade an der Tür geklingelt. Ich guck mal, wer das ist. Wer steht denn da? Das ist ein Kind mit blonden Haaren. Vielleicht Pia. Hey, Pia, was machst du denn hier? Hey, Hanna, ich habe eine richtig coole Überraschung für dich. Wusstest du, dass hier in Playmobil City der Einhorn-Funpark aufgemacht hat? Wow, was? Wirklich? Ja, und ich dachte, weil wir schon länger nichts mehr zusammen gemacht haben, können wir da zusammen hingehen. Cool. Einhorn-Funpark? Sind da echte Einhörner? Oh, das wird klasse. Nur wir zwei gehen dahin. Oh, toll. Beste Freundin. Hab ich das richtig gehört? Einhorn-Funpark? Oh Mann, was gibt's Schlimmeres? Hanna, im Prinzip können wir direkt los. Meine Mama wartet raus und die fährt uns. Ach so, du willst direkt dahin? Oh, da gibt's ein Problem. Julian und ich sind alleine zu Hause und ich habe Mama versprochen, auf ihn aufzupassen. Ich kann ihn auf keinen Fall allein hier im Haus lassen. Also der macht nur wieder Blödsinn. Oh, okay. Was machen wir denn jetzt? Zur Not könnte er eigentlich auch mitkommen. Ich ruf mal gerade Mama und Papa auf dem Handy an und dann frage ich, ob wir mit dir mitfahren dürfen. Ach, hey Mama, hier ist Hanna. Nee, alles in Ordnung. Julian hat sich nicht verletzt. Dürfen wir mit Pia zusammen zum Einhorn-Funpark fahren? Okay, bis später. Ja, wir dürfen. Julian, komm. Wir fahren zum Einhorn-Funpark. Oh, da würde ich niemals hingehen. Was habe ich da gehört? Das war jetzt ein schlechter Ich will komm, da Julian. Nicht mit. Och nee, nicht in Einhorn-Funpark. Och nee. Oh, was mache ich denn jetzt? Soll ich mich einfach... Nein, das geht nicht. Oh, Hanna kommt gleich. Oh, das war knapp. Hier wird sie mich niemals finden. Und da muss ich auch nicht in diesen schrecklichen Einhorn-Funpark. Die findet mich nie. Oh, Julian, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Ich sehe deine Füße. Komm da raus. Wer ist Julian? Hier ist kein Julian. Julian, ich hab's dir eben schon gesagt. Heute darf ich bestimmen. Mama hat gesagt, ich soll auf dich aufpassen. Also komm mit. Und Mama hat auch erlaubt, dass wir zusammen in den Park gehen dürfen. Oh, ja, ist ja gut. Sonst krieg ich wieder Ärger von Mama und dann darf ich wieder nicht Minecraft spielen. Ja, ich komm ja schon mit. Oh, das wird der Oberhammer da im Einhorn-Funpark. Julian, jetzt guck doch nicht so. Das wird gut. Die denken jetzt wirklich, das macht Spaß da in diesem Funpark. Oh, ich glaube, das wird der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben. Oh, da wären wir. Guck mal, da sind schon ganz viele Leute in der Schlange. Cool. Das ist ja total abgefahren. Hast du das Rieseneinhorn gesehen? Oh, oh. Nein. Hier sind ja nur Mädchen. Oh, aber irgendwie war das auch klar. Herzlich willkommen im neuen Einhorn-Funpark. Kommt rein, Kinder. Einfach den Sternen auf dem Boden folgen. Und ihr werdet alle Einhörner sehen. Das wird so cool. Pia, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Wir werden echte Einhörner sehen. Ich bin so froh, dass wir jetzt hier zusammen sind. Na gut, Julian ist auch dabei, aber das wird richtig gut. Oh Mann, wir sind noch nicht mal drin und ich sehe überall nur Einhörner, Einhorn da, Einhorn hier. Oh Gott, ich werde noch verrückt. Ach Julian, wo bleibst du denn? Komm, bleib an unserer Seite, wir sind gleich dran. Wir dürfen jetzt endlich reingehen. Kommst du, Julian? Oh hey, du, na? Ach, du siehst ja toll aus. Weißt du was, du kannst ruhig vorgehen und hast du ein paar Freunde, die können auch alle vor, damit ich vielleicht nicht mehr rein kann. Julian, das kommt gar nicht in Frage. Los, komm rein. Muss ich dich schieben oder was? Das sieht ja lustig aus. Das ist ein großes Klettereinhorn. Das sind ja alles nur Einhornfiguren. Ich dachte eigentlich, hier sind richtige Einhörner. Dachte ich eigentlich auch. Oh. Also, die sehen schon ziemlich cool aus, aber die sind wirklich nicht echt. Naja, was soll ich machen? Jetzt bin ich hier in diesem Einhorn-Funpark und ich muss das wohl irgendwie mitnehmen. Ja, dann kletter ich halt ein bisschen. Hey, Pia, Hanna, guck doch mal, ich bin hier oben. Hey, Julian. Oh, Julian, du sollst doch an meiner Seite bleiben. Ich hab grad mitgehört. Such dir die echten Einhörner. Ja, genau. Die gibt's hier in einem anderen Raum. Oh, gut, es gibt also wirklich richtige Einhörner? Na, da bin ich ja beruhigt. Also ich hätte niemals gedacht, dass man hier so hochklettern kann. Also ich kann ja fast alles sehen. Ich sehe schon fast unser Haus. Oh, nein, das ist nicht das Haus, das ist die Toilette. Julian, kommst du? Da hinten gibt's echte Einhörner. Komm runter, Julian, bitte. Oh, wieso denn? Aber vorsichtig, nicht, dass du dich verletzt oder so. Die Frau hat doch gesagt, wir sollen den Sternen folgen. Also hier lang. Du, Hanna, meinst du, wir können die Einhörner dann auch streichen oder darauf reiten? Was, hier kann man auch hochklettern? Oh, das ist ja noch besser als dieses dämliche Einhorn. Das habe ich genau gehört. Einhörner sind nicht dämlich. Jetzt komm.
Oh, ich bin doch hier in diesem Park. Warum kann ich denn nicht machen, was ich will? Muss ich die ganze Zeit hinter euch herlaufen? Och, Mann. Julian! Oh, ja, ich komme, ich komme! Wow, das gibt's doch wohl nicht. Kannst du es glauben? Oh, ihr glaubt... Warte mal. Sind das jetzt wirklich Einhörner? Oh, sind die niedlich. Die sind auch noch ganz klein. Das sind alles Einhornfohlen. Oh, das ist ja total süß. Das hat ein goldenes Horn. Das sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Und das Fell, das ist so ein bisschen schimmernd rosa. Oh, das ist ja hammerhart. Hier ist alles so pink und alles so... Bin ich der einzige Junge hier? Och, Mensch. Oh, kann mir mal vielleicht einer sagen, wo hier der Ausgang ist? Hey, nicht schubsen. Hey. Hast du mich gerade geschubst? Was soll das denn? Hey, das kitzelt. Lass das. Ja, ich mag dich auch. Ja, okay. Du bist ganz süß. Ja, gut, ich streichel dich. Na, gefällt dir das? Oh, das Fell ist ja sowas von weich, aber das darf Hannah nicht sehen. Du, ich muss jetzt weg. Oh Mann, nicht, dass ich mit dem Einhorn erwischt werde hier noch. Hey, ich hab nichts zu essen, oder willst du dich mit mir anfreunden? Ja, gut, okay, ich bleibe, ist schon in Ordnung. Na, gefällt dir das? Mhm. Pia, guck dir mal Julian an. Der hat sich auch mit einem Einhorn angefreundet. Ist wohl doch nicht so schlecht hier. Oh Mann, ich hatte hier Spaß im Einhorn-Funpark. Das darf keiner wissen. Niemand. Keiner! Okay, Julian, reiß dich zusammen. Du musst dich heute richtig entschuldigen. Also nach der Aktion letztens, das war nicht okay. Und Gott sei Dank habe ich auch ein Geschenk mitgebracht. Ih, was stinkt denn eigentlich hier so? Das riecht so nach Knoblauch. Ich kann auch was riechen. Was ist das nur? Knoblauch? Hallo Brigitte, ich bin's, Julian. Kennst du mich noch? Julian Vogel. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Also kann ich hier wieder in die Kita Sonnenschein? Mama meinte schon. Oh, Julian. Ja, und das ist für dich. Knoblauch mitgebracht. Ja. Wie nett von dir. Blumen hätten mir eigentlich auch gereicht. Ja, ich habe keine gefunden, deswegen dachte ich, bring das hier mit. Bitteschön. Ich habe mir auch gedacht, so Blumen, das wäre vielleicht viel zu langweilig. Also das wäre nicht so typisch Julian, sondern das ist typisch Julian. Bitteschön, lass es dir schmecken. Ja, vielen Dank, Julian. Danke, dass du dich entschuldigt hast. Und du bist natürlich immer herzlich willkommen hier bei uns. Oh, klasse. Hey Leute, ich bin wieder da. Hey. Kinder, könnt ihr euch einmal kurz auf den Boden setzen? Julian, nicht so schnell. Wir wollen noch ganz kurz was besprechen. Oh Mann, da bin ich gespannt, über was wir jetzt heute reden werden. Wahrscheinlich, weil ich weg war und dass es hier total langweilig war. Und das, wo ich jetzt wieder da bin, hier richtig Action ist. Hm, bestimmt das. Also Kinder, ich habe für euch heute eine kleine Überraschung. Eine klitzekleine. Oh, was denn, Brigitte? Was denn? Ist schon in Ordnung, Brigitte. Also, ich bin die Überraschung. Ich bin wieder da, Leute. Na, freut ihr euch? Hey! Julian, nein, du bist nicht die Überraschung. Was? Es gibt eine andere. Du kannst dich ruhig wieder hinsetzen. Brigitte, bist du dir sicher, dass nicht ich die Überraschung bin? Also guck mich doch mal an, meine Haare, meine Klamotten. Hä? Ich gehe dafür besser mal hinter den Stuhl. Wer weiß, wie ihr darauf reagieren werdet. Wir gehen heute gemeinsam ins Squishy-Mischi-Land. Das ist ganz neu, da wart ihr noch nicht. Das ist eine riesige Welt voller Squishy-Toys. Was? Oh mein Gott, in diesem neuen Freizeitpark! Komm mal, ich flippe aus! Ich kann's nicht fassen! Squishy-Mischi-Land, das wird sowas von toll! Julian, beruhig dich doch! Oh, das wird du musst doch nicht gleich kopfüber da reinspringen! Total am Ausrasten! Aber wisst ihr, was das heißt? Wir gehen in diesen neuen Freizeitpark! Ich hab davon schon gehört, aber ich wusste nicht, dass der jetzt schon eröffnet ist! Oh, klasse! Kinder, ich hab mir schon gedacht, dass ihr so reagieren werdet. Der Bus ist schon draußen, eure Eltern wissen Bescheid. Und ab geht's! Oh Mann, wie das schon aussieht. Oh, klasse, ist mir doch egal, ob der hier voll ist. Oh, was es hier alles gibt. Oh Mann, was es hier alles nur gibt. Guckt euch das mal an. Habt ihr die riesige Milchpackung gesehen? Und was ist da auf dem Dach? Oh, ein Pizzastück. Eine riesige Pizza und eine riesige Katze. Und wow, riesiges Popcorn. So viele Kinder. Cool, das wird ein Riesenspaß. Und schaut euch das mal an. Hamburger als Squishy Toys. Schokolade. Oh, klasse. Ein Rieseneis. Das sieht so cool aus hier. Dieser neue Freizeitpark sieht so cool aus. Also Kinder, wir treffen uns genau in 2 Stunden hier wieder bei dem gigantischen Baguette. Macht nichts kaputt und benehmt euch bitte vorbildlich. Und, wo sollen wir denn als erstes drauf? Oh, cool. Vielleicht da vorne? Auf dem Burger oder so? Oh Mann, Pia, schau mal, sogar die Kita Sonnenschein ist da. Oh ja, die ganzen Knirpse. Ja, wo das jetzt neu eröffnet ist, habe ich mir das schon gedacht, dass jetzt alle kommen. Also ich muss jetzt erstmal alles hier sehen. Ich gehe jetzt erstmal auf alles drauf. Bis gleich. Oh, ich kriege ja noch zu viel. Was es hier noch alles gibt? Eine riesige Ananas und... Ist das ein Hamburger? Da kann man ja drauf... Das ist hier ein Hamburger-Bett. Da muss ich auch drauf. Wie sich das nur anfühlt, das ist alles hier voll weich. Wieso? Oh, wobei, das ist hier so wie Wackelpudding.
Und da ist eine riesengroße Torten-Regenbogenrutsche. Oh, klar. Ist das nicht Julius hey, da? Julian. Hey, Julius! Oh, das ist sowas von cool, Julian. Das musst du unbedingt ausprobieren. Boah, ich wusste gar nicht, dass ihr hier auch seid. Doch, wir sind direkt nach der ersten Stunde hierher gekommen. Boah, ich liebe dieses Squishy-Mischi-Land. Julian, wo bist du denn geblieben? Ja, aber wir waren doch auf die Rutsche hier, oder? Ja, los, komm. Okay, alle gemeinsam runter. 3, 2, go! Yes! Ihr seid viel zu lang. Wow. Vorsicht. Oh Mann, typisch Julian. Kannst du nicht einmal aufpassen? Ist alles in Ordnung bei dir? Hey Hannah, Vorsicht, ich komme. Oh, hey. Du bist auch weich gelandet, das hat doch nicht weh. Aber trotzdem, Entschuldigung. Du hast auch recht. Ich bin hier auf dem Blaubeerdonut gelandet. Das war echt gemütlich. Oh Mann. Julius, ich muss mir hier noch alles genauer angucken. Julian, siehst du mich eigentlich nicht? Ja, nicht jetzt, Hannah. Wir sind nur zu Hause. Was ist das denn? Oh Mann. Kann mir einer sagen, was das hier ist? Ist das... Ich weiß es nicht. Und da auf dem Dach ist ja ein Riesentoast. Oh Mann. Da muss ich später auf jeden Fall mal drauf. Und jetzt bin ich hier auf so einem Galaxy-Toast. Oh Mann. Das ist ja wie auf der Hüpfburg. Hey, Leute. Und ich gehe erstmal auf dieses Einhorn hier. Ist das süß? Was ist das denn? Oh Mann, ein riesiger Burger. Und ist das eine Katze da drauf? Oh, ich will da jetzt auch drauf. Hallo, kannst du runter? Nö, tut mir leid. Also ich bin gerade hier erst seit 20 Minuten und das ist super gemütlich. Oh, weißt du was? Ist mir jetzt egal. Wir sind hier im Freizeitpark und da darf jeder drauf. Also Platz da oben. Oh Mann, Dave, das war jetzt wieder sowas von klar, dass du hier bist. Aber naja, hier ist ja Platz für zwei. Hey Leute, sag mal, kommt mir einer helfen? Ich bin hier im Donut mit meinem Kopf. Hey, du Leute! Oh, was ist das denn? Das wackelt ja. Das ist ja so ein richtiges Wackelbrot. Hey, kann ich auch noch mal drauf? Hey, Leute! Wow! Oh Mann, ich hab das nicht geschafft. Oh, das ist sowas von cool. Oh, das ist einfach hier so klasse in diesem Squishy-Michi-Land. Oh, das ist hier das Wackelbrot oder Wackelbaguette. Also, ich muss schon sagen, das ist ziemlich anstrengend hier im Squishy-Michi-Land. Oh ja, cool ist. Total. Wo ist eigentlich Julian? Guck mal, Leute, guck mal, wo ich drauf bin, auf dem riesigen Toast hier. Hallo, ihr da unten, ihr Ameisen. Julian, bist du total verrückt geworden? Ich glaube nicht, dass man da hochgehen soll. Du fällst noch da runter. Ja, ist ja gut. Ich komme hier über die Schokoladentafel und über dieses Ding einfach nach unten. Ist ja alles ziemlich weich hier. Ich hatte eine ganz weiche Landung. Oh Mann, sogar der Boden ist ziemlich weich. Also diese Wiese hier ist sowas von... Oder ist das Quischi-Wiese? Nein. Und wer bist du? Wer bist du denn? Hallo, ich bin die Michi. Ich bin das Maskottchen vom Squishy-Michi-Land. Also eins muss ich sagen. Ich liebe dieses Squishy-Michi-Land. Ich liebe es. Es ist der coolste Freizeitpark, in dem ich jemals war. Oh Mann. Ein neuer Tag in der Kita. Und wo bleibt eigentlich Brigitte? Die müsste eigentlich schon längst da sein. Julian, komm da lieber runter, bevor Brigitte dich sieht. Und außerdem ist das nicht ein bisschen zu hoch für dich? Hast du keine Angst? Nö, ich habe keine Höhenangst. Außerdem ist Brigitte doch noch gar nicht da. Oh Mann, mir ist so langweilig. Können wir irgendwas spielen? Sag mal, Sarah, wo ist denn Julian? Ich suche den schon den ganzen Morgen. Guck doch da hoch. Da oben sitzt er wie ein kleines Äffchen und kommt nicht runter. Lass uns spielen gehen. Ab ins Bällebad. Na gut. Oh Mann. Kinder, kommt ihr einmal ganz kurz? Ist das Brigitte? Oh Mann, ich glaube, ich muss runter. Kinder. Ja, ich komme. Kinder, ich muss euch was Wichtiges sagen. Ich bin heute leider krank und guck mal, Brigitte hat einen Mann mitgebracht. Ist das wohl Brigittes Mann? Das kann auf jeden Fall sein, weil ich habe ihren Mann auf jeden Fall auch noch nicht gesehen. Was? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der Klempner, weil die Toilette ist verstopft seit einiger Zeit. Hey, wartet, Leute, wartet. Oh, noch nicht. Brigitte, warte noch, ich komme sofort. Oh, mein Kopf. Das tut weh. Ich komme. Hä, was ist hier denn los? Hä, wer ist das neben Brigitte? Och, nö, schon wieder eine Vertretung oder was? Och, Mann, die ist bestimmt wieder voll fies. Schon wieder aussieht mit seiner Mütze. Oh Mann, die ist bestimmt richtig streng. Du, Brigitte, was wird das hier jetzt eigentlich? Haben wir jetzt schon wieder einen neuen Erzieher oder was? Also, das hättest du vorher mit uns absprechen können. Nein, also keinen neuen Erzieher oder eine neue Erzieherin. Obwohl, also ich bin heute krank und bin auch leider krankgeschrieben. Und deshalb wird Dirk heute meine Vertretung übernehmen. Und außerdem muss ich mich auch um den kleinen Timo kümmern. Hey Kinder, mein Name ist Dirk. Ich bin heute hier die Vertretung. Ja, toll, super, Dirk. Also, sag mal, Brigitte, muss das denn wirklich sein? Hättest du das nicht vorher vielleicht wissen können? Wobei, man wird ja nur krank nachts und dann auch... Muss das denn sein? Können wir nicht frei bekommen? Nein, wir können die Kinder doch nicht einfach ausfallen lassen. Sondern, ich meine, eure Eltern müssen auch arbeiten. Und Dirk, der wird einen tollen Job mit euch machen. Er ist ein super Erzieher. Und gerade du, Julian, ihr werdet euch super verstehen, ihr beiden. Stimmt. Ich bin jetzt weg.
Ah, du bist also der Julian. Brigitte hat mir schon von dir erzählt. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Ja, am besten werden wir uns verstehen, wenn wir gar nicht miteinander reden. Ich bin jetzt in der Turnhalle. Macht's gut, Leute. Oh, Julian ist total fies zu dem neuen Erzieher. Ja, er hat doch gar nichts getan. Oh, das scheint ein schwieriger Junge zu sein. Da muss ich mir, glaube ich, echt was einfallen lassen, um den für mich zu gewinnen. Aber ich war früher auch so. Also, die Jungtoilette, die ist nicht kaputt. Nur die Mädchentoilette. Und ja, wo ist denn jetzt Brigitte hin? Oh Mann, toll, jetzt ist Brigitte weg und wir haben wieder so einen fiesen Erzieher. Och, der ist bestimmt richtig blöd, der wird wieder gar nichts machen, der wird nur meckern, wie ich ihn kenne. Ich bleib jetzt die ganze Zeit hier oben, auf diesem neuen Ding hier. Ist mir egal, ich geh nicht runter. Nur wenn ich auf Klo muss, wobei, das könnte ich eigentlich auch von hier oben. Hey Julian, willst du nicht mal runterkommen und wir unterhalten uns ein bisschen? Oder, ich kann auch hochkommen. Oh was? Nein, nicht hier hoch, nicht hier hoch. Dass wir gleich zusammenstürzen oder so. Nein. Ach, komm schon, so schwer bin ich nicht. Das habe ich doch früher auch mal gemacht. Oh, das wackelt schon. Das wird mich doch aushalten. Oh. Hey, ich fall runter. Ah, oh Mann, nein, ich fall runter. Oh, toll, klasse, jetzt bin ich hier eingeklemmt, super. Oh Mann. Wobei, das ist ja nicht ziemlich cool. Warte, ich komm runter, ich schaff das. Oh Julian, sei bitte vorsichtig, ich hol dich da runter. Also sowas hatte ich jetzt nicht geplant. Nö, kein Ding. Das ist meine leichteste Übung. Dafür habe ich immer geübt hier in der Turnhalle. Und alle hopp! Na, wie war das? Richtig super. Gut, ne? Wie so eine richtige Kerze. Oh Mann, du bist echt ein guter Turner. Ich glaube, von dir kann ich mir noch was abgucken. Ja, wir können auch mal gerne üben. Aber willst du turnen? Also, Dirk, ich dachte eigentlich, du bist richtig fies und du würdest jetzt schimpfen oder so. Aber, naja, ist ja gar nicht so schlecht. Kann ich jetzt ins Bällebad? Ach Mensch, warte doch noch mal kurz, Julian. Ich finde irgendwie, wir hatten nicht so einen guten Start. Wir können uns doch mal einfach kurz noch mal vorstellen. Was sind denn so deine Hobbys außer Turnen? Meine Hobbys? Oh Mann, ich weiß nicht. Also ich fahre ganz gerne Skateboard. Wobei ich mache eigentlich alles das, was Spaß macht. Zum Beispiel auch im Freizeitpark gehen oder so. Da waren wir letztens auch auf der Herbstkirmes. Das war richtig cool. Und so Freizeitparks und so mit ganz viel Rutschen und so finde ich auch cool. Oh Mann, ich liebe Freizeitparks. Ich hatte früher meinen eigenen. Aber der ist leider pleite gegangen. Es kamen keine Gäste mehr und ich war der Einzige auf der Achterbahn. Was? Dirk, du hattest einen Freizeitpark? Ja, genau, wow. Einen eigenen. Boah, das wäre mal richtig cool, wenn wir hier einen Freizeitpark hätten in der Kita. Aber das geht ja nicht. Aber das wäre richtig cool. Oh, da kommt mir eine Idee. Aber dafür muss ich erst ein paar Anrufe tätigen. Kinder, kommen wir alle mal zusammen? Ja, Dirk, wir sind da. Oh, ich glaube, Julian bekommt jetzt bestimmt Ärger von Dirk, weil er so fies zu ihm war. Was? Nein, wieso denn? Doch. Also, wir haben einen spontanen Tag der offenen Tür am Wochenende. Also, es ist ja schon übermorgen. Sagt euren Eltern allen Bescheid. Am Samstag können die kommen. Und ja, Tag der offenen Tür. Och nö, Samstag in die Kita, darauf habe ich keine Lust. Oh, da schocke ich eigentlich den ganzen Tag Minecraft. Oh Mann, ich muss auf neue Maps reagieren und so. Oh Mann. Julian, glaub mir, das wird dir viel Spaß machen. Komm einfach mit deiner Familie. Na dann. Julian, das ist doch toll. Dann kommen die ganzen Eltern und dann können wir auch zeigen, wie gut wir schon das ABC können. Und die ganzen Geschwister dürfen auch mitkommen. Oh Mann, der reinste Albtraum. Darum geht's ja gerade. Oh Mann, das kann was werden. Ja, das kann was werden. Was richtig Gutes wird das. Na Julian, wie war's denn in der Kita? Habt ihr irgendwas Tolles gemacht? Gibt's was Neues? Eigentlich nicht viel. Ja, doch. Brigitte ist krank und wir haben eine Vertretung. Der Dirk, der ist ziemlich cool. Der hatte früher einen eigenen Freizeitpark. Das stelle ich mir richtig cool vor. Aber, ach ja, am Wochenende ist Tag der offenen Tür am Samstag. Und da sollt ihr auch alle kommen. Aber vielleicht bleibe ich dann zu Hause. Tag der offenen Tür, das klingt doch super. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Vielleicht etwas spontan, aber ich denke, das kriegen wir hin. Hast du gehört, Emma? Es geht in Julians Kita am Samstag. Oh, super, da bin ich dabei. Da freue ich mich schon ganz doll aufs Bällebad. Oh Mann, Emma, du kannst auch gerne zu Hause bleiben, ist kein Problem. Also es müssen nicht alle mit unbedingt. Also wenn ich nicht dabei bin, dann wird es nur halb so lustig. Ich freue mich jetzt schon ganz doll. Oh, das sieht doch gut aus. Das hat doch meine alte Crew vom Freizeitpark richtig, richtig toll hinbekommen. Oh Mama, können wir nicht bitte wieder nach Hause? Es ist so früh und es ist Samstag und ich bin in der Kita, also das passt mir alles irgendwie nicht. Nein, Julian, wieso denn? Wir wollen halt so gerne bei dir in die Kita rein. Vielleicht kannst du uns ja zeigen, was du Neues gelernt hast. Sogar eventuell das Alphabet. Während ihr die ganze Zeit ABC übt, kann ich ja ins Bällebad gehen dann. Was? Oh, was ist hier denn passiert? Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Oh, toll. Oh, Julian, ich wusste gar nicht, dass deine Kita mittlerweile so toll aussieht. Letztes Mal war das hier gar nicht alles da. Wow, wir haben eine Hüpfburg. Obwohl, das hatten wir das letzte Mal auch, aber diese Rutsche hier hatten wir noch gar nicht. Und wir haben sogar ein zweites Bällebad. Oh Mann, das ist ja echt cool.
wer hat das nur alles gemacht? War das etwa Dirk? Oh Mann, klasse! Oh, da sind ja schon die ersten Gäste. Herzlich willkommen im Kita-Land. Dirk, hast du das aufgebaut? Ist das wieder ein eigener Freizeitpark? Oh Mann, klasse! Hallo, was ist denn hier los? Oh! Kira, wir haben unseren eigenen Freizeitpark hier heute. Oh Mann, hätte ich das gewusst, dann hätte ich ja gar nicht schlafen können. Und ich dachte, wir müssen hier heute ABC machen und so. Oh, ich kann es gar nicht erwarten, bis die anderen da sind. Wow, das ist sowas von heftig. Toll. Ja, richtig toll. Ich wusste nicht, dass Dirk so eine coole Überraschung macht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Komm, wir gehen alle nach oben und dann können wir runterrutschen. Los. Oh, was ist das denn? Süßigkeitenladen. Der hätte hier einen Laden hingebaut. Oh Mann. Aber wenn ich jetzt was esse, dann wird mir schlecht. Deswegen gehe ich jetzt erstmal rutschen. Kommt ihr mit? Oh, wobei, das ist ja eine ziemlich steile Rutsche. Die sieht ja so aus wie bei uns damals zu Hause. So, ich rutsche jetzt als erstes und dann kommt ihr alle nach, okay? Ja! Wo bleibt ihr? Hey, wo bleibt ihr? Ich halte jetzt hier in der Rutsche an. Ich mache einen Stau. So, wer möchte als nächstes? Ich mache jetzt hier einen Rutschenstau. Ich komme jetzt, Julia. Jetzt aber vorsichtig! Oh Mann. Und wo sind die anderen? Wir kommen! Und warum bist du jetzt so... Oh, Emma, du wiegst auf einmal voll viel und... sind das deine Füße, die so stinken? Mhm. Oh Mann, das ist sowas von klasse hier. Wir haben unseren eigenen Freizeitpark, aber bestimmt nicht für immer. Also wenn ich später mal in der Kita bin, dann möchte ich bitte auch sowas haben. Also das haben sie ja wirklich prima hingekriegt. Oh, danke. Aber wie ging das so schnell? Ich habe meine Crew vom Freizeitpark, also von damals zusammengerufen. Und ich habe bei meinem Spezialisten, der heißt Stefan. Ach, Stefan. Ich kann mir schon denken, welcher Stefan das ist. Bei den Rutschen... Hey, runter! Hey, ich krieg keine Luft! Runter von meinem Kopf! Hey, Emma, deine Füße, die stinken voll! Oh Mann! Entschuldigung! Na, Kinder, macht's euch Spaß im Kita-Land? Habt ihr damit gerechnet? Nein, niemals! Es war so toll! Hey, du, Dirk, also, hättest du mir das vorher gesagt, dann hätte ich noch viel mehr Leute geholt. Aber wobei, dann hätte ich nicht mehr auf die Rutsche gehen können. Ist das eine Hüpfburg? Das ist ja eine Hüpfburg, Leute! Ab zur Hüpfburg jetzt wieder! Oh, naja, es freut mich, wenn es euch gefällt. Das war mein Ziel. Das liebe ich, wenn Leute meine Freizeitparks mögen. Du, sag mal, kannst du auch bei uns zu Hause sowas bauen? In der Luxusvilla? Oh, Mann, ja, klasse Idee. Du, Mama, Dirk will bei uns einen Freizeitpark bauen. Oh, klasse. Ach nein, alles in Ordnung. Meinen drei Kindern geht's wirklich gut. Danke der Nachfrage. Ach Claudia, bitte, Schatz, erlaub es mir doch einfach mal. Bitte, warum denn nicht? Moment mal kurz, Martin, ich hab nein gesagt. Ich muss mich gerade noch um mein viertes Kind kümmern. Entschuldigung. Martin, nein! Weißt du was? Ich finde es voll blöd, hier zu wohnen. Nie machen wir das, was ich mal will. Ich fühle mich hier nicht wohl. Du klingst wie Julian. Oh, jetzt hat meine Mutter schon aufgelegt. Martin, muss jetzt diese Szene wirklich sein? Ja, muss sie. Was für ein Drama. Können wir nicht einmal das machen, was ich möchte? Immer müssen wir das machen, was du willst oder die Kinder. Aber was ist mit meinen Gefühlen? Bitte, nur heute, Schatz. Ich verspreche, danach bin ich ein ganz, ganz braver Junge. Also, wenn ich das glauben könnte, du und brav, naja, mach, was du willst. Ich bin auf jeden Fall nicht dabei, Martin. Oh, klasse. Jetzt noch den Kindern Bescheid geben und dann kann's losgehen. Hanna, Schätzchen, hast du vielleicht 2-3 Minuten Zeit und kommst einmal unten ins Wohnzimmer? Papa, eigentlich sitze ich an den Englischhausaufgaben. Also, Englisch auf dem Gymnasium, das ist schon ein bisschen anders als in der Grundschule. Julian, ich verstehe das wirklich nicht. Ich meine, Papa Wurz ist total witzig. Guck doch mal, die ganze Familie, alles in Ordnung. Wie lange dauert denn noch das Video? Kinder, perfekt, ihr seid hier in Julians Zimmer. Kommt ihr dann bitte einmal ins Wohnzimmer? Ich habe eine ganz, ganz tolle Neuigkeit für euch. Oh, Papa, vielen Dank. Da muss ich mir hier nicht Papa Wurz weiter reinziehen. Oh Gott. Oh, Papa, was ist denn jetzt? Jetzt komm mal zum Punkt. Ich muss eigentlich mit meinen Hausaufgaben weitermachen. Ach, Hanna, es ist doch Wochenende. Die kannst du vielleicht auch später machen. Habe ich das jetzt wirklich laut gesagt? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ganz tolle Neuigkeiten für euch. Wir machen heute einen Ausflug und zwar zum Zahnarzt! Was? An einem Sonntag? Am Wochenende? Zum Zahnarzt? Nein. Das ist ja wohl ein ganz schlechter Scherz. Oh, Papa, ganz ehrlich, da mache ich lieber Englischhausaufgaben, als jetzt zum Zahnarzt Chance. Zu fahren. Wir haben einen Termin. Alles gut bei meinen Zähnen. Oh, da ziehe ich mir lieber Pepper Woods rein. Komm, Emma, wir gucken lieber weiter. Oh, ja. Na, keine Widerrede, wir müssen auch ein bisschen länger fahren. Oh, die Zahnarztpraxis Papa. Ist ein bisschen weiter weg, deswegen alle mitkommen. Ach, da bin ich ja nicht die Einzige. So siehst blöd. Du, Martin, den Kindern gefällt's auch nicht. Mama, kannst du mal nicht was dagegen machen, ey? Mama, ich bin doch gar nicht Papa. Also eigentlich könnte ich schon, aber Martin hat sich so gefreut. Geht doch bitte mit dem Papa mit, hm? Ja, genau, kommt mit dem Papa mit, wenn ihr wüsstet, was euch heute erwartet. Papa! Oh, Papa! Das ist doch nicht der Zahnarzt! Du hast uns ja total veräppelt! Oh, cool! Wow, wir sind im Legoland! Eine Achterbahn! Guckt euch das mal an und hier sind sogar ein paar Freunde von uns. Wir sind nicht im Playmobil.
Und ein paar Leute haben sich als Lego-Figuren verkleidet. Oh, ist das cool. Lustig. Eine Piratenachterbahn. Und Attraktionen. Cool. Also, ich bin schon ganz gerne hier, Papa. Das war echt eine tolle Überraschung. Von wegen Zahnarzt. Ja, ja. Ha, ich wusste es doch. Und außerdem wollte ich auch hier ins Legoland. Oh, und guck mal da hinten. Ist das nicht... Sind das nicht die Lego Friends? Ja, ich glaube schon. Ist nicht so mein Ding. Ich gehe mal... Oh, sind das nicht Sarah, Steve und so? Hey, hey, Leute, was macht ihr denn hier? Also, mit euch habe ich ja hier gar nicht gerechnet. Wobei, es sind ziemlich viele Leute hier, die ich kenne. Julian, hast du das die ganze Woche nicht mitbekommen? Das war doch in der Werbung und so, wenn man YouTube geguckt hat. Die ganze Zeit Legoland hier, Legoland da. Stimmt, wir hatten ganz vergessen, dir Bescheid zu sagen, Julian. Sorry, aber jetzt bist du ja auch da. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Schlange hier bei der Piratenachterbahn ist irrsinnig lang. Oh, was? Wie lange sollen wir denn jetzt bitte warten? Oh, nein, nein, nein. Ich muss mir was einfallen lassen. Man muss die ganze Zeit nur anstehen. Oh, da ist ja Dave. Wow, Dave, hast du schon gehört? Hier gibt's Ballons umsonst. Ja, umsonst. Und auch Zuckerwatte verteilt er umsonst. Was? Jetzt wirklich, Julian? Ja, natürlich. Ich würde dich doch niemals anlügen. Also bitte, Dave. Hey, Leute, hier gibt es Zuckerwatte und Ballons umsonst. Was? Wirklich? Ja, ja, natürlich, cool. Natürlich. Geht einfach dahin. Wow. Ich hätte gern blaue Zuckerwatte, ja, und einen grünen Ballon, danke. Was wollt ihr? Nein, hier gibt's nichts umsonst. So nicht, nein. Tada! Na, wir sind jetzt schon weit vorne. Gleich sind wir dran. Komm, Emma, wir gehen da drüben Richtung Lego Friends. Ich habe da auch einen Riesenrad gesehen. Oh, ein Riesenrad auf jeden Fall. Komm mit. Julian, guck mal, wie schnell das ist. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst. Also, wir können jetzt zu dritt auf diese Achterbahn. Also, vielleicht du und ich und vielleicht Mia oder Sarah. Also, Steve, ich muss dir sagen, mir ist das total egal. Ich will nur auf diese Achterbahn. Los geht's, Leute, anschnallen. Hey, festhalten. Oh. Hey, Steve, setz dich wieder hin. Ja, ja, ich versuch nur nach vorne zu gucken. Oh. Oh, Leute, ich sag's euch, es geht jetzt so steil runter. Vorsicht. Oh, nein, nein, nein. Oh, ich seh schon. Oh. Wessen Idee war das so mit der Piratenachterbahn? Ach ja, auch meine. Ja! Festhalten. Oh Mann, man hört das ja endlich auf. Mir ist schon ganz schwindelig. Oh, kannst du jetzt mal bitte langsam aufhören? Oh, die Strecke ist doch viel zu lang. Julian, eigentlich doch ziemlich cool. Guck mal, hallo Leute, hey. Oh Mann, war das cool. Das war richtig cool. Gleich noch eine Runde. Auf gar keinen Fall, das war zu viel. Letzte Woche die Spinnenachterbahn, jetzt die Piratenachterbahn. Das reicht erstmal. Also ich bin total begeistert, Hanna, wie cool es hier einfach aussieht. Und dieses Riesenrad, das ist riesig. Da will ich auf jeden Fall drauf. Und danach vielleicht noch auf die Achterbahn. Mal gucken. Emma, also ich glaube, das Riesenrad, das ist nichts für dich. Das ist schon ziemlich groß. Also das ist eher für ältere Kinder. Hä, aber ich bin doch schon ein großes Kind. In ein paar Tagen komme ich schon in die Kita. Ich bin kein Baby mehr. Aber jetzt mal los hier, Gas geben. Hallo, ich will nach oben. Boah, ist das langsam, wie ein Fahrstuhl. Oh Mann, ob das mal gut geht? Also ich gehe da nicht drauf. Mir ist das zu hoch. Okay, ich glaube, das war's. Jetzt bin ich ganz oben. Das ist ja total mickrig. Okay, und wenn ich dann nach unten schaue... Oh, das ist ja total hoch. Ich will wieder runter. Hanna, ich will sofort wieder runter. Kannst du mich runterholen? Dann soll man wieder nach unten machen. Rückwärtsgang! Entschuldigen Sie, sind Sie überhaupt echt? Arbeiten Sie hier? Meine Schwester, die ist da oben. Die möchte wieder runter. Können Sie die runterholen? Oh Mann, ich glaube, die ist überhaupt nicht echt. Die antwortet mir gar nicht. Papa, wo ist denn Papa? Oh, der wird wohl selbst auf einer Achterbahn sein. Oh, komm ich hier jemals wieder runter? Hilfe, ich will nach Hause, Peppa Wutz gucken, hallo! Ja, Kinder, das ist es. Mein neues Fahrrad, das war Papas Überraschung an mich. Mal sehen, wann ich das nächste Mal nutzen werde oder das erste Mal. Boah, das ist ja ein BMX oder so. Ich weiß nicht, wozu brauchst du das denn? Das ist ja ein richtig Sportfahrrad. Oh, cool, und dann noch in Gelb. Mama, kannst du da nicht so einen Kindersitz für kaufen, damit ich immer mit dir mitfahren kann? Das wäre voll cool. Emma, das könnte ein bisschen schwierig sein. Das ist ein Fahrrad, was nicht für solche Ausflüge gedacht ist. Das ist ein Mountainbike. Das ist eher was Sportliches, kein Mami-Fahrrad. Genau so ist es, Emma. Das ist nichts für kleine Babys, sondern eher nur was für mich. Guck mal, ich kann damit auch fahren. Julian, das ist nichts für dich. Du bist viel zu klein dafür. Guck mal, du kommst noch nicht mal an die Pedalen dran. Das ist nur für mich gedacht. Oh, als ob das eine Spezialanfertigung wäre. Aber nun gut, du hast recht, das ist ein bisschen zu groß. Damit kann ich ja keine Tricks machen. Naja. Julian, jetzt komm endlich. Wir wollen doch auf den Spielplatz. Beeil dich mal. Heute ist schönes Wetter. Ja. Mama, versprochen, wir sind in einer Stunde wieder zurück zum Mittagessen. Aber wir sind jetzt erstmal auf dem Spielplatz um die Ecke. Ciao. Stopp. Kinder, heute geht das nicht. Wir müssen gleich weg.
Hm? Wie, was? Wieso denn? Warum? Mama, wir haben Wochenende. Also ich verstehe jetzt nicht, wo wollen wir denn hin? Du hast jetzt gesagt, es ist freie Zeit, Freizeit. Wir wollen auf dem Spielplatz. Julian, wir müssen leider gleich zur Schule. Genau, zur Schule. Was? Es ist doch Wochenende. Wir haben am Wochenende keine Schule. Ist das jetzt etwa, weil ich einmal die Woche jetzt frei hatte? Nein, 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 es ist Wochenende. Ich gehe nicht zur Schule. Tja, Julian, da hast du wohl Pech gehabt. Du kannst in die Schule gehen und ich gehe nach oben und spiele ein bisschen. Viel Spaß. Emma, so leicht geht das leider nicht. Du musst auch mit zur Schule kommen. Wir gehen alle zusammen. Haha. Aber ich bin doch noch in der Kita. Was soll ich denn in der Schule? Tja, Pech gehabt. Aber tut mir leid, also wenn du mir ein besseres Argument bietest, als dass wir jetzt einfach so zur Schule gehen, dann klappt das nicht. Also es ist Wochenende und da haben wir keine Schule, also muss ich auch nicht zur Schule, das weißt du. Da hat er ausnahmsweise mal recht, am Wochenende muss er natürlich nicht zur Schule, aber wie soll ich ihm das sonst erklären? Für mich wird das auch nicht spannend. Warte mal, haben wir jetzt, Mama ist weg, haben wir jetzt wirklich gewonnen gegen Mama oder wie? Ich glaube schon, sie hat sich geschlagen gegeben. Ha. Martin, ich habe keine Ahnung, wie ich das Julian und Emma erklären soll mit dem Tag der offenen Tür in der Schule. Auf die Schule haben die keine Lust, kannst du das mal bitte übernehmen? Ach, mein Schatz, hast du unsere Kinder immer noch nicht verstanden? Besonders die beiden. Ich übernehme das, kein Problem. So, Emma, ich glaube, wir haben wirklich diesen Kampf hier gewonnen. Das heißt, wir dürfen wohl auf den Spielplatz. Tschüss! Ja, tschüss, ihr beiden. Naja, ist ja ein bisschen schade, dass ihr jetzt die Überraschung verpasst. Aber nun gut, ihr wollt ja auf den Spielplatz. Was, hab ich mich gerade verhört? Überraschung? Was denn für eine Überraschung? Hallo? Emma, das ist nur ein Köder. Der will dich doch nur veräppeln. Nein, nein, es gibt keine Überraschung oder so. Nicht? Nee, also die Überraschung ist gar nicht so toll. Ist ja nur direkt neben einem Skatepark. Ja, das ist gar nicht so toll. Was? Skatepark? Oh, cool. Da müssen wir schnell hin. Ja, ich will auch. Sofort. Mit dem Roller. Ach so, ja, also hat euch das eure Mutter nicht eben gesagt? Wir müssen ja zur Schule und ja, da gibt es eine tolle Überraschung und ist natürlich neben dem Skatepark. Oder, Claudia, wie war das nochmal? Was? Wovon redet er überhaupt? Skatepark. Wenn das die Kinder rauskriegen. Ja, natürlich, klar. Ja, hört ihr? Oh, Mama, das hättest du doch sofort sagen können. Da sind wir doch direkt dabei in der Schule. Da gehe ich am Wochenende auch in die Schule. Aber wo ist denn hier ein Skatepark und wo dann an der Schule? Na, egal. Tja, dann sollten wir uns wohl beeilen. Hanna wartet schon auf uns. Und was war jetzt die andere Überraschung? Habe ich jetzt Geburtstag oder wie? Was? Ich weiß doch nicht, wann ich Geburtstag habe. Na gut, dann machen wir uns mal alle auf den Weg zur Schule. Oh Mann, wenn Julian und Emma rauskriegen, dass wir sie angelogen haben, das gibt ein Theater. Oh yes, das wird ja ein super Tag heute. Das wird spitze. Oh, ich freue mich drauf, was für eine Überraschung es wohl gibt. Oh Gott. Diese Überraschung ist euch echt gelungen, absolut, muss ich sagen. Was ein Wahnsinn. Martin, wusstest du etwa, was hier los ist am Tag der offenen Tür? Also, ich wusste von nichts. Claudia, ich bin ganz ehrlich. Also, ich hatte gar keine Ahnung. Was ist denn hier los? Oh, das sind so Brio-Züge und so. Ja. Das ist ja ein Brio-Land hier. Und Eisenbahn. Wow. Und guck mal hier. Ist das Benjamin Blümchen? Was macht er da? Als Astronaut? Und da ist auch Hannah und Pia. Hey, Julius. Und da ist auch ein Schnellzug. Der kann ganz schnell fahren. Und die fahren weg. Auch. Zack. Oh, das ist ja klasse. Wow. Warte mal, was sind das denn für Figuren? Ist das etwa Batman und das Joker? Was machen die hier? Wer ist da drunter? Oh, also wenn die Schule immer so ist hier voneinander, dann komme ich immer hier hin. Aber ich sehe auch keine Schule. Ach, die ist da hinten. Na, egal. Komm, Emma. Hey, Mama. Hey, Papa. Ihr seid ja da. Das ist wirklich der coolste Tag der offenen Tür, den wir jemals hatten. Ja, also ich dachte mir, so ein normaler Tag der offenen Tür, das ist ja ein bisschen langweilig. Ich meine, den Kindern muss es ja Spaß machen. Ich weiß, der Herr Grob ist manchmal ein bisschen grob, aber naja, was soll's, das mag doch jeder. Der Zug fährt ein, Platz da. Julian, komm, steig auf. Wie, kann ich das einfach so machen, los, oder wie? Ja. Ja, warte, ich komme. Boah, diese Züge sind absolute Knaller, da passe ich auch noch rein. Oh, da kommt noch ein Zug, das gibt gleich einen Unfall. Oh, Zugführerin Emma Vogel wird die Weiche stellen und das Unglück verhindern. Julius, also, was ist das denn für eine coole Sache hier bei euch an der Schule? Das hat alles sehr grob gemacht. Wir wussten von echt gar nicht. Oh Mann, ein richtiges Brio-Land cool, hier. Oder? Ein Freizeitpark. Martin, ich bin absolut sprachlos. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass das hier so aussieht. Aber den Kindern scheint es echt zu gefallen. Ich glaube nicht nur den Kindern. Und ist das etwa die Bürgermeisterin? Was macht die denn hier? Ach, so ein tolles Spektakel hier an der Schule. Das werde ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Und das muss dringend auch in unsere Playmobil-Zeitung. Und jetzt alle hinsetzen. Die Fahrt geht weiter zum Ostbahnhof. Fahrtickets muss ich gleich noch kontrollieren. Moment. Und Mama, gefällt es dir? Ist das nicht super cool? Wir wussten das selber noch nicht. Herr Grob hat uns alle überrascht. Wir dachten, wir müssten den Unterricht vorstellen. Also für mich sieht das eher aus wie ein Schulfest. Ja, Herr Grob meinte auch, das ist ein Schulfest und nicht mehr Tag der offenen Tür. Oh, klasse. Sogar Erwachsene dürfen auf dem Zug mitfahren. Alle Mann festhalten. Boah,
Hanna, sag mal, hast du das hier mit aufgebaut? Ja, voll die coole Kannst Idee. Du ja bei uns zu Hause auch aufbauen vielleicht? Nein, ich war das nicht. Als ich hier heute Morgen hingekommen bin, war schon alles aufgebaut. Oh, cool. Und Herr Grob hat wohl noch eine Überraschung für uns. Da war noch keiner. Wollen wir uns die vielleicht mal anschauen? Warum denn alleine? Sag mal allen Bescheid, dann gehen wir mal dahin. Da bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt. Also für mich ist das schon Überraschung genug hier, dieser Freizeitpark. Was? Da kommt noch mehr? Das kann man doch gar nicht toppen. Leute, Leute, hört mal alle zu. Hier ist es zwar super cool, aber Herr Grob meinte, dass vor der Schule auch noch eine Überraschung für uns ist. Ich weiß zwar echt nicht, wie man uns noch mehr überraschen kann, aber lass uns da alle hingehen. Oh mein Gott, Dave, schau Na, mal. Was ist hier los? Das ist ja echt der Hammer, was sich Herr Grob alles einfallen lassen das hat. Das hätte ich niemals von dem gedacht. Hanna, das ist so ein Paw Patrol-Turm und mit einer XXL-Rutsche. Oh, klasse. Und guck mal, da unten sind Rocky und Chase. Emma guckt sich das immer total gerne an. Hey, hey, Chase, bist du das oder... Da ist doch irgendjemand drinne, oder? Rocky, hey, Rocky! Warum reden die denn nicht? Ist da jemand drinne oder nicht? Ich weiß es nicht, die sehen so echt aus. Also, Herr Grob, Herr Schulleiter Grob, ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin beeindruckt. Das ist toll hier heute. Und sagen Sie mal, ist das jetzt ein Schulfest oder ist das Tag der offenen Tür? Eigentlich ein Tag der offenen Tür, aber es ist jetzt ein Schulfest. So gefällt es den Kindern halt besser. Also, Herr Grob, das haben Sie wirklich gut hingekriegt. Ich habe eigentlich gedacht, dass es hier ein langweiliger Tag wird, aber Sie waren echt für eine Überraschung gut. Ja, die Idee kam von meiner Kollegin Frau Lieb. Sie hat immer so tolle Ideen. Und sie meinte, ein Tag der offenen Tür, das wäre ein bisschen zu langweilig. Und da hat sie anscheinend recht, weil dieses Schulfest ist doch grandios. Oh, wie lang diese Rutsche einfach ist und wie riesig. Hanna, Hanna, wie wär's, wenn wir jetzt auch mal rutschen? Ich habe keine Lust mehr, hier in der Kommandozentrale zu sein. Okay, komm, Dave. Wir werden da richtig Stau verursachen. Vorsicht da unten, da kommen Hanna und Dave. Hey, das könnt ihr doch nicht machen. Hey, Oh, wir fliegen ja alle gleich raus. Also Kinder, das ist wirklich nicht sonderlich sicher, was ihr da macht. Vorsicht! Oh, das war eine Bruchlandung. Oh, also ich glaube, da gibt es einige Sportverletzungen oder normale Verletzungen, aber das passiert halt bei so einer Rutsche. Ja, also ich hoffe, die Eltern haben auch kein Problem damit. Ich habe es im Elternbrief zwar als Tag der offenen Tür angekündigt, aber ich glaube, so gefällt es den Kindern halt ein bisschen besser. Das glaube ich auch, Herr Grob. Den Kindern gefällt es wirklich. Und ich denke, Julian wird begeistert sein, hier auf diese Schule zu kommen später. Wer als erstes oben ist, ich gehe jetzt die Rutsche hoch. Ich weiß, dass man das nicht darf, ist mir egal. Julian, das schaffst du doch sowieso nicht. Weißt du, wie lang diese Rutsche ist? Bin schon oben. Oh Mann, ich muss schon sagen, am Wochenende zur Schule zu kommen, ist ziemlich cool. Wenn es nur immer so wäre. Wow. Oh, super. Ich bin, glaube ich, jetzt die Erste und ich habe das ganze Bällebad für mich alleine. Wobei, da hinten ist doch Isabel. Die will wohl gar nicht ins Bällebad. Umso besser für mich. Guten Morgen, Emma. Also, ich habe keine Zeit, ins Bällebad zu gehen. Ich habe ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Drei was? Drei Gänge? Ich dachte, das gibt's nur beim Auto. Ja, ja, mach du mal. Buh! Rock! Clara, Mensch. Hallo, Emma. Du hast mich ganz schön erschreckt. Ja, habe ich extra gemacht. Bald ist ja auch Halloween und da kann man auch immer Leute erschrecken. Das wollte ich mal ausprobieren. Ah, das brauchst du doch nicht. Komm doch einfach hier ins Bällebad, da können wir zusammen spielen. Also, ich hätte jetzt mein Menü fertig gekocht. Wenn ihr wollt, könnt ihr alle in die Küche kommen und kosten. Was für ein Menü? Ach, ich verstehe das nicht. Ich will nichts, danke. Ach, Isabel, vielleicht ist gerade ein schlechter Zeitpunkt. Ich finde, wir sollten uns mal ganz kurz zusammensetzen. Jetzt sind ja alle Kinder da. Also, Kinder, guten Morgen. Willkommen im Sitzkreis. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Heute machen wir den ersten Kita-Ausflug. Oh, klasse, cool. Ich freue mich. Wo es hingeht, das sage ich noch nicht, aber wir werden direkt losgehen. Die Tasche nehme ich auf jeden Fall mit. Da ist ein bisschen Proviant für uns drin. Na, dann kann es ja losgehen. Also, Kinder, schön zusammenbleiben. Und am besten nimmt den Partner hier in die Hand. Ja, Zweiergrüppchen, los geht's. Wo gehen wir wohin? Ja, das wüsste ich auch gerne. Brigitte, wo geht's hin? Vielleicht möchte Brigitte mit uns einen Kochkurs besuchen. Also, ich kann auf jeden Fall schon sehr gut kochen. So, Kinder, da wären wir. Na, könnt ihr schon erkennen, was es ist? Wow. Ist das ein Zoo? Da ist ein Flamingo. Cool. Jetzt habt ihr es gesehen, Emma. Nein, das ist kein richtiger Flamingo. Doch nicht in der Größe. Wir sind in der neuen Polly Pocket Wasserwelt. Wie, was? Wasserwelt? Ich habe doch gar keine Badesachen dabei. Oh nein, ich habe auch meine Badesachen nicht dabei und auch kein Handtuch. Mist. Kinder, nein. Schwimmsachen braucht ihr heute nicht. Das ist kein echtes Wasser. Also schon, aber da drunter ist das Wasser und obendrauf eine Glasscheibe. Hallo Kinder, willkommen in der Polly Pocket Wasserwelt. Herzlich willkommen. Ach, das ist ja wirklich nett, dass Polly uns persönlich begrüßt. Polly, oder? Ja, Polly Pocket. Yeah. Boah, dieser Flamingo ist einfach gigantisch. Ja, und diese Frau, diese Polly, die ist auch riesengroß. Alles ist riesengroß. Oh, und was sehe ich denn da? Sind das nicht Delfine? Oh, schön. Das sind pinke Delfine. Die müssen aus Singapur stammen. Also, sonst sehen die Delfine nämlich immer ein bisschen anders aus. Naja, das sind keine echten Delfine.
Delfine. Viel Spaß, Kinder. Und die Brigitte, die macht sich hier mal ein bisschen gemütlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas möchtet, dann kommt gern zu mir. Oh, super. Wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Und es ist fast so wie richtiges Wasser, nur dass man nicht nass wird. Toll. Das ist richtig toll. Aber Moment mal, da fehlt doch jemand. Wo ist denn Isabel? Hallo, ich bin hier oben. Ich fahre zu den Delfinen hoch mit dem Fahrstuhl. Oh, klasse. Kommt, Leute, da müssen wir auch hoch. Das müssen wir uns ansehen. So, angeschnallt bin ich schon mal. Das ist eine Rutsche. Da kann man runterrutschen in einem Reifen. Oh, das will ich auch auf jeden Fall machen. Geht es gar nicht los? Komisch. Uah! Ich fliege! Hey, pass doch mal auf. Hättest du mich umgefahren? Oh, Entschuldigung. Oh, schon gut. Immer diese Kinder hier bei uns. Hier sind immer so viele Kinder. Achtung, jetzt kommt immer Vogel. Und ich werde abheben wie ein Vogel. Ich glaube, es war eine gute Idee, hierher zu kommen. Ich glaube, die Kinder haben ihren Spaß. Achtung, Brigitte. Ich fliege bis zu dir. Kopf einziehen am besten. So weit war das doch nicht. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Nochmal. Oh, Emma, ich habe gerade fast einen Schrecken bekommen. Ich dachte, du fliegst mich wirklich um. Ach, Brigitte, das würde ich doch nie machen. Naja, wobei, das Ding war nicht zu kontrollieren. Außer Kontrolle geraten. Und bevor ich jetzt wieder zu den anderen gehe, gucke ich mir erstmal diesen riesigen Flamingo an. Wow, das ist irgendwie cool. Was ist das? So ein Schwimmreif oder so? Die anderen scheinen das gar nicht zu bemerken, dass ich nicht da bin. Naja, dann kümmere ich mich hier noch um den Flamingo. Oh, dieser Flamingo hat aber einen ganz schön langen Hals, fast wie eine Giraffe. Das ist ganz schön wackelig. Was ist das? Oh, ich glaube, ich habe den Flamingo kaputt gemacht. Oh, ich glaube, das wäre jetzt nicht so gut. Nachher muss ich das bezahlen. Oh, nein, das soll so sein. Das war ein Hebel. Und jetzt ist diese cool, so eine geheime Spielwelt in so einer Muschel. Da ist ja auch ein Wasserfall drin. Wie cool ist das denn? Und alles ist so klein, so groß wie ich nur. Und weil ich das gefunden habe, diese Welt in dem Flamingo, bin ich jetzt hier die Chefin. Ja, Emmas Flamingo-Welt nenne ich das. Oh, das sind auch richtig klasse Teile, diese Flamingo-Schwimmreifen oder so. So Schwimmhilfen, die hätte ich auch gern zu Hause. Würden Julian und Hannah auch gut gefallen. Und dieser Wasserfall ist auch cool. Und man wird hier auch nicht nass. Das ist ja total verrückt. Und hier gibt es so einen klitzekleinen Liegestuhl. Total niedlich. Puppenmöbel. Oh, und das ist ja wirklich winzig. Da passe ich ja kaum rein. Ist das eine Umkleidekabine? Nee, ich glaube, eine Dusche. Oh nein, wir haben Emma verloren. Emma, wo bist du? Hoffentlich ist hier nichts passiert. Ach nein, Emma wird schon nichts passiert sein. Wir fragen mal Brigitte. Vielleicht weiß die, wo die ist. Hallo Brigitte, hast du Emma gesehen? Die haben wir verloren. Nee, habe ich nicht, aber irgendwo muss sie doch hier sein. Eben habe ich sie noch gesehen. Clara, hier. Siehst du mich etwa nicht? Wow, Emma, was ist das denn? Na, herzlich willkommen in Emmas Flamingo-Welt. Das ist eine versteckte Welt. Die habe ich gerade gefunden. Dürfen wir mit reinkommen? Oh, ist das cool. Okay. Oh, hier lässt es sich wirklich gut aushalten. Ich finde es richtig klasse hier. Ja, und total lustig. Oh, die Kinder haben wirklich super viel Spaß. Aber Kinder, wir müssen bald los. Also, wir sind schon ein paar Stunden hier. Oh, schon? Aber Brigitte, du kannst auch mal hier in Emmas Flamingo-Welt kommen. Du bist herzlich eingeladen. Also, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wirklich toll hier bei euch. In Puppengröße. Ziemlich klein. Brigitte, können wir hier bald wieder hinkommen? Ach Emma, wir werden noch ganz viele Ausflüge mit der Kita machen. Das war ja erst unser erster Ausflug. Mal sehen, wo es dann hingeht. Kinder, kommt mal eben alle schnell zusammen. Ach nö, jetzt. Ich bin hier gerade am Turnen. Ich wollte ein bisschen üben. Ach, Mann. Das sind aber noch nicht alle. Hallo, da fehlen noch welche. Mann. Kommt mal bitte alle. Mann! Aber ich kann auch nicht anfangen. Julian ist noch gar nicht da. So, da bin ich. Was gibt's denn dringendes? Ich war gerade am Üben in der Turnhalle. So, jetzt wo alle da sind, ich habe heute eine Überraschung für euch. Yeah, eine Überraschung. Was ist denn? Gehen wir hin. Wir werden heute einen Ausflug machen. Was? Ein Ausflug ins Schleim- und Glibberland. Was? Wow. Wow. Ich war noch nie so aufgeregt, Brigitte. Super. Julian, weißt du noch, da waren wir doch schon mal. Ich krieg keine Luft mehr. Ich krieg keine Luft mehr. Das ist so cool. Oh, ihr freut euch aber riesig. Wir werden auch gleich los. Seid ihr alle bereit? Yeah, das wird so gut. Ich freue mich richtig. Ich könnte schon weinen. Das ist so cool. Muss denn noch jemand vorher auf Toilette? Dann einfach gehen. Wir werden dann gleich losstarten. Mann, das ist so cool. Aber ich werde morgens nie wieder Traumsaft trinken. Weil da muss ich immer ganz, ganz doll pinkeln und voll oft auf Klo. Deswegen, ich hoffe, ich muss nicht im Schleimpark auf Klo. Oh, wo bleibt Julian denn schon wieder? Der verpasst alles. Dann ziehen wir mal durch. 2, 4. Oh, da vorne. Da fehlt aber noch jemand. Ja genau, Julian fehlt noch. Wir dürfen nicht ohne Julian gehen. Okay, ich bin bereit. Es kann losgehen. Gut, dann können wir jetzt losgehen. Wer als letztes gekommen ist, der stellt sich bitte ganz hinten in die Schlange. Oh, nö. So, dann bildet bitte Zweiergruppen. Jeder nimmt seine Partnerin, seinen Partner an die Hand. Julian, ich glaube, wir sind zusammen. Okay, das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja super.
So, jetzt sind wir da. Wow, wie sieht das denn hier aus? Sieht so toll hier aus. Oh, Kira, dieser Schleimpark hier, ne, der ist so cool. Aber irgendwie sieht der ein bisschen anders aus. Ich glaube, hier gibt es jetzt was Neues oder so. Also, der sieht irgendwie ziemlich anders aus. Julian, hast du schon gesehen? Wir gehen über eine Wasserbrücke. Ja, ziemlich cool. So, ihr könnt jetzt hier euch 2 Stunden lang austoben. Ihr könnt alles machen, was ihr möchtet. Bitte bleibt hier in der Nähe, verlasst nicht das Gelände. Und dann in 2 Stunden, wenn die Zeit rum ist, dann hole ich euch wieder ab. Julian, hey, wollen wir nicht zusammen hier den Park erkunden? Ja, Mia, Sarah, wartet mal, ich komme auch gleich. Huch, Kinder, seid bitte vorsichtig. Hier vorne ist es echt glitschig mit dem ganzen Schleim. Oh, hier hat man wirklich ganz schlechten Halt. Man versinkt richtig da drin. Oh Mann. Brigitte stellt sich vielleicht an. Ich glaube, die war noch nie in so einem... Obwohl, die war doch damals auch dabei. Warum fällt sie denn ständig hier um? Wir werden auf jeden Fall nicht umfallen. Nö. Kinder, falls ihr mich sucht, ich sitze hier oben im Wolkenschleim. Hey, habt ihr schon diese Neonfarben hier gesehen? Die sind ja richtig aufgetürmt wie eine Pyramide. Wow. Hey, wir wollten doch gar nicht umfallen. Was ja, macht stimmt. Ihr da? Oh Mann, ist aber ist doch ganz schön weich unter den Füßen. Los, Leute, folgt mir. Wir stehen ja immer noch hier am Eingang. Wir müssen jetzt mal ins Schleimland hier. Los. Guck mal, Kira ist auf der neuen Rutsche hier. Lass uns auf jeden Fall auch auf die Rutsche gehen. Ja. Kira, sei vorsichtig. Hier oben kann man richtig weit gucken. Das ist ganz toll. Kommt doch auch hoch. Sollen wir vielleicht auch als erstes hier auf die Rutsche, weil die sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Nein, Mia, ich will als erstes. Nein, solange ihr euch doch einigt, rutsche ich einfach als erstes. Oh Mann. Ich bin so weich gelandet. Das war richtig toll. Wow. Jetzt fehlt nur noch Julian. Julian. Hey, Platz da. Mach Platz für den besten Rutscher hier in Playmobil City. Weg da. Julian steckt fest. Hey, guck doch nicht dazu. Julian. Hey, ich muss hier aus dem Schleim. Hey, das ist eklig. Ich bin ein Schleimmonster, richtiges Schleimmonster. Jetzt aber gut, hilf mir doch mal. Hey, Hilfe! Ich will das nicht anfassen. Ach, los! Du siehst ganz schön eklig aus. So schon viel besser. Hey, was ist das denn, Julian? Was denn? Total ekliges da am Arm hängen. Hey, was ist das? Was ist das denn? Ist das so ein gigantischer Wurm oder so? Richtig eklig. Hilf mir mal bitte. Das kostet echt Überwindung, aber ich versuch's. Das ist eklig. Leute, ich hab eine Idee. Komm mal rüber, wir können uns hier ins Wasser legen. Das Wasser ist gar nicht tief und dann können wir uns den Schleim abwaschen. Ja, super, ich habe überall noch Schleim. Oh, hier lässt es sich echt gut aushalten. Das Wasser ist gar nicht kalt. Total super. So, perfekt, jetzt bin ich wieder sauber. Sollen wir weitergehen, Mädels? Das fühlt sich richtig kuschelig hier an. Mia, Sarah, komm mal hier zum Wolkenschleim. Oh, das ist hier ein richtiges Paradies hier. Oh Mann. Oh, du hast recht, Julian. Oh, ich werde schon ganz, ganz... Ich will gar nicht mehr weg. Schade, dass mein Bett zu Hause nicht aus Wolkenschleim ist. Jetzt habe ich eine richtig gute Idee. Ich werde mich da mal reinfallen lassen. Oh, man fällt so weich. Das müsst ihr auch mal machen. Oh, ich schlaf gleich Sieht ein. Sieht richtig cool aus. Kinder, kommt ihr alle wieder zusammen? Kinder, die 2 Stunden sind jetzt rum. Wir wollen los, zurück in die Kita. Wie, jetzt schon? Och, nö. Ich habe auch gar nicht den ganzen Park hier gesehen. Ich war noch... Ach, Mann. Oh, ich will gar nicht aufstehen. Ich auch nicht. Ich bin einfach hier. Ich lege mich jetzt auch hin. Brigitte hat ja bisher nur einmal gerufen. Also wir warten jetzt, bis sie 3-mal ruft und dann gehen wir. So. Na gut. So, Kinder, das war's dann für heute. Ihr habt keine Hausaufgaben auf, also viel Spaß. Oh yes, super, Frau Chillig. Bis morgen, dann kann ich ja noch mehr Minecraft spielen. Klasse. Bis morgen? Was meinst du damit, Julian? Wir machen doch gleich unseren Ausflug. Ich sag mal, Julian, du konntest das vergessen. Wir wollen doch heute in die Skihalle. Oh, was? Skihalle? Oh, es hat doch noch gar nicht geschneit. Okay, es ist kalt, aber wo ist der Schnee? Ja, deswegen ist das doch in der Halle, in einer Skihalle eben. Also Kinder, ab nach Hause mit euch. Wir treffen uns in 1,5 Stunden am Bus. Oh, ich wette, Mama und Papa, die haben das vergessen. Jetzt schleiche ich mich einfach rein, bin ganz ruhig, gehe in mein Zimmer, zocke Minecraft und dann war's das hier. Ich muss nicht in die Skihalle. Ach, Julian, da bist du ja endlich. Ich habe mich schon umgezogen. Ich bin so aufgeregt. Ich werde dir heute deine Klasse begleiten. Was? Wie bitte? Du kommst mit, Mama? Oh, toll. Das war's mit meinen Plänen. Tschüss. Julian, ich habe hier schon Essen vorbereitet, aber wir haben nicht so viel Zeit. Am besten ziehst du dich flott um. Deine warmen Wintersachen liegen schon oben in deinem Zimmer bereit, Julian. Ja, dann gehe ich mal ganz, ganz schnell nach oben und vielleicht komme ich auch gleich mal runter. Julian, also ich wäre ja sowas von gerne mitgekommen, aber ich muss auf Hannah und Emma aufpassen. Ach, schade. Kann ich nicht auf die beiden aufpassen? Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Ich hoffe, ich komme nicht mehr runter.
Oh nein, oh nein, oh nein, mein Albtraum wird wahr, das ist doch nicht Mamas Ernst. Oh, nicht dieser krassliche Pulli, oh, ich konnte den letztes Jahr schon nicht leiden und jetzt schon wieder, wieso, womit habe ich das noch verdient? Oh, ich sehe so aus wie so ein Winterclown, ja, Julian der Winterclown. Oh, Julian, ich liebe dieses Winteroutfit einfach an dir, das sieht so süß aus, schön. So, und jetzt ab nach unten, wir kommen sonst zu spät. Ha, Julian, wie siehst du denn aus? Oh, sogar Anna ist es aufgefallen, ich sehe aus wie ein Winterclown, bald im Kino. Anna, warum denn? Ich finde, er sieht total süß aus in dem Outfit. Ja, ich meinte ja auch gar nicht, dass das Outfit nicht cool ist. Ich fand es nur so komisch, weil Julian doch sonst immer was anderes anhat. Naja, Julian hat es ja nicht ohne Grund an. Wir gehen heute in die Skihalle mit Julians Klasse. Also das mit oben bleiben hat nicht so gut geklappt. Aber ja, ich könnte hier das Ding hier essen, also die Würstchen und hier alles und dann sagen, oh, mir ist so schlecht und ich möchte nicht mitkommen. Ja, super Plan, Julian. Julian, ich glaube, das ist jetzt wirklich genug verdrückt. Du musst dich später ja noch ein bisschen bewegen. Wir müssen jetzt los. Also Mama, ich finde das wirklich sehr, sehr gut von dir und du bist eine richtig tolle Mama. Aber du musst nicht mitkommen. Bleib doch zu Hause. So, der erste Bus war schon voll, der ist schon auf dem Weg und jetzt ab in den zweiten bitte. Hey! Max, sag mal, warum hast du nicht deine Winterklamotten an? Ist dir das nicht zu kalt so? Anna, Schatz, das ist eine gute Frage. Also, ich habe meine Winterklamotten nicht an, weil, naja, ich komme nicht mit. Nicht? Nee, ich komme nicht mit. Aber ich habe Leute, die mich vertreten. Also, der Herr Fit und Mr. Handsome. Ja, ja, die werden das schon toll machen. Besser als ich. Hey, let's go, guys. Wollen wir jetzt in den Bus? Wir wollen langsam. Aber da fehlt doch noch jemand. Ja, Julian fehlt noch. Wieder. Julian, ich glaube, wir sind die Letzten. Familie Vogel ist jetzt auch da. Aber Julian ist nicht dabei. Mich darf keiner sehen. Ach, Frau Vogel, schön, dass Sie auch da sind. Wo ist denn Julian? Haben Sie den gar nicht mitgebracht? Natürlich habe ich den mitgebracht. Julian, jetzt komm mal da hinter mir weg. Wie sieht das denn aus? Versteck dich doch nicht. Ja, wow, hier bin ich. Ja, lacht ruhig. Alles gut. Ja, Julian, der Winterclown. Bald im Kino. Hm, super witzig. Danke. Hm, wieso den Winterclown? Was ist denn das da für ein Tier drauf? Soll das ein Wolf sein? Also ich finde den Pulli ziemlich peinlich. Den hatte ich letztes Jahr schon an. Wirklich? Ich meine, Winterklamotten sehen wir alle aus wie Marshmallows. Also ich finde den auch super peinlich. Das musst du ihm doch nicht direkt sagen, Steve. Wieso denn nicht? Wenn das hässlich ist, dann ist es hässlich. Nicht so wie mein Ding. Ich finde meins ziemlich cool. Ach, naja. Echt schade, dass Max nicht mitkommt. Aber wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Ab in den Bus, Leute. Hey, hässlicher Julian. Ich meine nur Julian. Wollen wir vielleicht im Bus nebeneinander sitzen? Ja, ich sitze neben dir. Aber wenn du aufhörst, hässlicher Julian zu sagen. Auch wenn es stimmt. Julian, aber ich dachte, wir sitzen zusammen. Du und ich, Mama. Also, ach, nicht. Okay. Frau Vogel, machen Sie sich nichts draus. Mein Mann kommt auch nicht mit. Vielleicht können wir hier zusammen sitzen. Ja, genau, Frau Vogel. Der Mann, der kommt nicht mit. Also ich komme nicht mit. Weil ich ganz zufällig meine Klamotten vergessen habe. Skihalle. Also das hat mir jetzt noch gefehlt. Habe ich ja gar keine Lust drauf. Okay, Guys. Abfahrt. Tschüss. Viel Spaß. Oh yes. Und jetzt meine Serie gucken. Also gut, Kinder. Wir sind endlich da bei der großen Skihalle. Ich glaube, das hier ist eher für Kinder gemacht. Aber ich werde mal mein Glück probieren und hier durchkrabbeln. Oh, jetzt müssen wir wirklich rein. Kann ich nicht im Bus warten oder so? Mache ich gerne. Kinder, kommt, das wird richtig cool. Los, der Schnee ist wirklich toll. Sag mal, Sarah, kannst du eigentlich Skilaufen? Ich habe das noch nie gemacht, glaube ich. Ich glaube, wir können das hier heute ausprobieren. Ich will das auf jeden Fall lernen. Also, ich möchte das auch lernen heute. Jetzt wirklich, Steve? Du? Darauf hast du Lust? Also, Kinder, ihr könnt euch hier wirklich frei bewegen. In die Richtung, da ist der Skilehrer. Hallo, Kinder. Hier. Ja, und wir Lehrer, wir sind dann da oben auf der Skihütte. Da könnt ihr uns finden. Ja, und so wie es aussieht, haben sich das schon Mr. Handsome und Herr Fit richtig gemütlich da oben gemacht. Na dann kann es ja losgehen. Ganz viel Spaß euch. Oh, das wird cool. Ja, den werden wir auf jeden Fall haben. Naja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, was ich so machen soll. Wahrscheinlich hier langweilen bis zum geht nicht mehr. Oh, warte mal, was ist das denn? Ist das ein echter Eisbär? Oh, nein, ist kein echter Eisbär. Zum Glück, aber da kann man bestimmt hochklettern. Julian, wo bleibst du denn? Wir wollen alle gemeinsam Skikurs machen. Mach doch mit. Nein, ich bleib hier bei Bruno, so heißt der Eisbär nämlich. Keine Lust. Ach, Julian, ich werde jetzt da oben zu den Lehrern gehen, aber mach heute bitte keinen Blödsinn, okay? Hey Mama, das brauchst du mir nicht jedes Mal sagen. Du weißt ganz genau, dass ich brav bin. Okay, vielleicht nicht jedes Mal, aber heute schon. Ach, Julian und brav, das kenne ich ja ganz anders. Was kitzelt mich denn da an der Nase? Aber Julian, komm schon, wir wollten das doch zusammen machen heute. Also Steve, an deiner Stelle würde ich lieber weglaufen, weil Bruno, der hat mächtig Hunger. Was? Nein! Bruno, ich muss schon sagen, du bist ein echt cooler Typ, ein echt cooler Eisbär, also kühler Eisbär. Hast du verstanden? So, Kinder, seid ihr dann alle bereit für den Skikurs? Ja, wir sind bereit und ich will das auf jeden Fall lernen. Stopp, stopp, hier möchte noch jemand mitmachen. Hallo? Aber Julian, ich meine der hässliche Julian, der Feigling, der drückt sich noch. Hey, Steve, ich bin nicht hässlich. Ja, okay, mit diesem Oberteil schon ein bisschen. Und außerdem drücke ich mich nicht. Ich war schon im Skiurlaub, ich kann das. Und da gab es sogar richtigen Schnee. Wohl, also das ist ja wie richtiger Schnee. Ob ich so einen Schneeengel machen kann oder so? Oder Schneebälle? Oh yes, das war ein Volltreffer. Oh, jetzt schnell verstecken. Also auf Herrn Fit habe ich gar keine Lust. Wer war das? Wer war das?
Oh Mann, macht das Spaß. So, wer ist das nächste Opfer? Hat mich da gerade tatsächlich jemand mit dem Schneeball abgeworfen? Oh, ist das kalt. Jetzt läuft mir das auch noch hier in den Nacken runter. Oh. Aber wer macht denn sowas? Naja, Julian hätte ich das zugetraut. Aber welches Kind kann bitte so hoch und so weit werfen? Und Julian kann ich auch überhaupt nicht sehen. Der ist bestimmt da hinten beim Skikurs. Oh, ich bin einfach der Beste. Ich habe schon zwei Leute abgeworfen und jetzt verstecke ich mich erstmal. Und vielleicht jetzt mal einen Schneeengel machen. Vielleicht klappt das auch. Oh Mann, macht das Spaß hier. Sarah, das machst du klasse. Super. Findet ihr, das macht Spaß. Schön draufbleiben. Oh, und dann ist jetzt wohl Sarah dran. Hey, wer war das? Ich habe Schnee auf dem Kopf. Ich sehe überhaupt niemanden. Naja, einfach weiterfahren. Nicht, dass ich noch umkippe. Ich muss mich konzentrieren. Oh yes, sowas von Volltreffer. Oh, das macht dir mächtig viel Spaß. Hätte ich das von vornherein gewusst, hätte ich mich auch nicht so angestellt. Und dann habe ich sogar einen neuen Freund hier gefunden. Einen tierischen Freund. Bruno.